Hab so viel gehört und zu wenig kapiert, hab mich oft geschnitten, aber nicht rasiert. Ich bin aufgestanden, um wieder einzuschlafen, hänge Wäsche auf, aber ungewaschen. Pisse und Scheiße fällt meist von oben, wenn's nicht mehr geht, dann wird's geschoben. Aus Langeweile Reime. Ich weiß doch, was ich meine. Geil. Ich hab mir schon von Anfang an gewünscht, dass dieses, ich weiß doch, was ich meine, dass wir das öfter im Podcast bringen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das geil, Ja. dass du mir mal die Geschichte erzählst, woher das kommt. Ja. Ich finde das cool. Ich weiß doch, was ich meine. Das ist so ein blöder Kommentar, da kannst du halt nichts Ja. mehr, da kannst du nichts drauf reagieren. Das kommt von meiner Oma. Hab ich dir schon mal erzählt, ne? Die ist immer, die erzählt dann irgendwie so ein bisschen. Ja, es ist halt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Ja, genau. Die erzählt ein bisschen wirr. Ja. Und ich sag dann, Oma, das ist doch aber. Das ist doch nicht so. Das ist doch. Und dann sagt sie halt, ja, ich weiß doch, was ich meine. So. Das ist so Ich weiß geil. es doch. Ich weiß, was ich meine. Ja. Da kannst du ja, danach ist aber definitiv die Diskussion oder das Gespräch zu Ende. Ja, da kannst du auch Du nicht weißt ja mehr nicht. gegen Nö. argumentieren. Sie weiß ja, was sie meint. Ja. Hat sie ja wahrscheinlich auch recht. Das ist ja geil. Ja, da brauchst du auch nie mehr fragen, was das Letzte war. So, das hat sie ja schon gesagt. Das Ja. hat sie ja schon gesagt. So, herzlich Genau. willkommen. Kurzsichtig Podcast Folge 12. Herzlich willkommen. 12. 12. So. Das heißt, wir sind ja schon über 3 Monate irgendwie am Start, oder? Ist Wir hatten ja heftig, zwischendurch ne? irgendwie mal eine Pause und so. Ja. Cool. Aber wir haben fast durchgängig immer jede Woche gemacht. Nur Aber zweimal, wo wir mal eine Woche ausgelassen haben. genau. Und dann haben wir aber einmal davor, glaube ich, sogar zweimal rausgehauen, oder irgendwie kann ich mich erinnern. Waren wir da Ja. irgendwie mal schneller? Ja, wir hatten am ersten Abend haben wir ja zwei Folgen abgedreht Ja, aber das ist ja. und die zweite Folge nie ausgestrahlt, weil wir Nee, das, einfach. ich weiß auch nicht, ob wir das irgendwann mal, wenn wir krass berühmt sind, ob das dann nochmal passiert, aber. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das hören wollen, weil an Boah! dem Abend waren wir schon ziemlich doll fertig besoffen. Also Ja. richtig krass Das voll. hat auch Spaß gemacht, aber ich glaube, es macht dann tatsächlich nur für uns Spaß und nicht für die Ja, Zuhörer. aber als ich mich dann selbst nochmal gehört habe, ich habe ja gelallt. Also das war ja also ein Lallen vor dem Herrn, kann man ja sagen. Geil. Ja. Das ist das Erste, was aussetzt dann meistens. Ja, bei mir auf jeden Fall die Sprache. Also ich kriege eigentlich sonst noch so alles hin, aber Ja. Sprache, das haut bei mir als erstes rein. Also kann ich ja so schon nicht so gut. Und wenn dann noch Alkohol ins Spiel kommt, ja, ist aber denn. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir auch so ist, habe ich gerade überlegt. Bei mir setzt auch ziemlich schnell das Gleichgewicht dann aus. Na, du wirst, Also mal irgendwie. Ja, erzähl mal, wie wäre du wirst ganz schnell ruhig. Wenn du voll ich wirst, dann dann? merkst du richtig, du wirst so ein bisschen, also so ein bisschen mitleidenswert, wirst du so. Bemitleidenswert. Vielleicht war das so in der Jugendzeit meine Nummer. Weißt du, vielleicht habe ich dann da Weile Ja, abgeschleppt, wenn vielleicht man mal. bemitleidenswert irgendwo in der Ecke hängt. Ja, ist dann immer so ein bisschen traurig nach unten geguckt und dann gehofft, dass sich einer ins Bett schickt oder so. Ja, da warte, stimmt, du hast recht. Wenn ich betrunken bin, dann warte ich eigentlich auch nur drauf, bis er sagt, komm, Hannes, geh ins Bett. Ja. Ach ja, cool. Witzig. Ja. Da muss ich gerade an meine. Und dein Junggesellenabschied An meinen denken? Junggesellenabschied Ja, denken. ich Ja, musste auch genau, gerade. stimmt, du hast recht. Ja, liebe Ja, Leute, aber die da komm, ich gerade habe. zuhören, den Ja. habe ich übrigens organisiert, ja, Ja, und das hast du sehr gut gemacht. Hannes war zu Recht fertig. Ich war zu Recht fertig. Wir haben auch irgendwie, ich weiß nicht, den ganzen Tag gesoffen oder so. Und dafür habe ich aber lange durchgehalten. Das Ja, das musst du ja mal muss ich sagen. sagen, das ist so eine starke Leistung, habe ich noch nie gesehen von dir. Ja. Krass. Das Ja. war cool. Nee, es war eine geile Sause. Ja. Ist auch schon wieder 2 Jahre her, ey. Wahnsinn. Ja, heftig. Bei dem Juli haben wir den zweiten Hochzeitstag, ja. Dann kommt das hin. Ja. Verrückte Welt der Tiere. So. Das. Was gibt's jetzt? Soweit zum Vorwort. 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 Prälog, sagt man das? Epilog. Epilog? Prälog? Nee, Prolog. Prolog. Prolog ist vorne und Epilog ist hinten. Ja, Prolog. Den war die. Pre. Prelog. Nee, Doch. Ist Prolog. schon richtig. Prolog. Ja. Prolog im Wolltest du Himmel. jetzt wieder, worauf wolltest du hinaus mit deiner Frage? Was machen wir jetzt? Wolltest du hier schon wieder Rubriken ankündigen und so? Naja. Naja. Also jetzt kommt ja die erste, oder? Erste. Die erste? Kurz informiert. Kurz informiert kommt jetzt nämlich. Kommt jetzt. So, wer fängt denn an jetzt? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Na los. Schnick, Schnack, Schnuck heißt Stein, Schere, Papier. Ohne Ja, Brunnen. ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Okay. Und ohne
Und das war doch bei Werner. War das, wie haben sie denn das noch gemacht? Weiß ich nicht, es gibt so viel noch. Es gibt, bei Star Trek gibt es auch Spock irgendwie. Nee, bei Big Bang war das. Spock? Ja. Und bei Werner, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, es war der dritte Film, da hatten sie noch Meister Röhrrecht, der hat irgendwie alles aufgegessen und das Obi-Hörnchen und so ein Scheiß. Obi-Hörnchen, genau. Ja. Das auch noch. Nee, okay, cool. Stein, Schere, Papier. Ja. Best of three. Ja. Okay, cool. Okay. Was machen wir? Nee, warte. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Gleichstand übrigens. Das war jetzt, ihr seht das nicht. Wir hatten beide Schere. Wir hatten beide Schere, okay. Okay, zweite Runde. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Jetzt haben wir beide Steine. So. Okay, jetzt komm. Jetzt aber. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Yes! Ja, da Hannes mich, hat er mit dem Stein die Schere geschlagen. Das heißt aber, du darfst anfangen. Also, ja, das hätten wir mal vor Beginn der Ausschränke. Das ist ein Verliererbonus. Ah, ja, ja, ist ganz witzig. Ich habe zwei Herren heute mitgebracht. Also jetzt nicht mitgebracht, aber ich möchte gerne darüber reden. Und zwar ist das einmal Wolfgang Pauritsch. Mhm. Den kennst du, also du kennst jetzt nicht den Namen, aber wenn ich dir gleich erzähle, woher man den kennt, dann glaube ich, macht es Klick. Ja, dann erzähl mal. Und das zweite ist nachher Josh Hader. Der kommt aus Amerika. Den kennst du nicht und das brauche ich dir auch nicht erklären, weil... Nee. Es steht nicht im öffentlichen Leben. Wolfgang Pauritsch dagegen schon. Und zwar ist Wolfgang Pauritsch, guckst du ab und zu mal Bares für Rares? Also ich gucke eigentlich regelmäßig kein Fernsehen. Ja. Ich nutze ja auch meinen Kabelanschluss nicht. Mhm. Ich gucke ja höchstens Netflix oder so. Aber wenn ich mal irgendwo zu Besuch bin, habe ich das mal ganz gerne so auf dem Sonntagvormittag geguckt tatsächlich. Da hast du recht. Bares für Rares. Bares für Rares, und zwar ist Wolfgang Pauritsch einer der Juroren, hätte ich fast gesagt, aber so ist es ja nicht. Einer von den Käufern. Der ist relativ oft dabei. Der ist jetzt Mitte 40er und wenn der da ist, sitzt er auch mittig, ja, und übernimmt das Gespräch. Ist es der kleine Dicke? Der kleine Dicke? Nein, der kleine Dicke ist es nicht. Nee. Wie gesagt, er ist Mitte 40, er scheint auch nicht so groß zu sein, aber ist egal. Ja. Der hat immer so nach hinten gegelte Haare, ja, und ein Hemd. Ja, ja, okay. Der kommt eigentlich aus Österreich, glaube ich, ja, hat aber hier in Deutschland irgendwo seinen Laden. Ja. Der ist ja mittlerweile auch nicht nur durch diese Serie, beziehungsweise durch die Sendung natürlich bekannt geworden, bekannter auf jeden Fall, hat aber auch sein eigenes Antiquitätsgeschäft und so. Mhm. Und da war gerade ein Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, hat ein Interview gegeben. Und hat dann erzählt, dass er Mitte der 90er hatte er ein Antiquitätengeschäft, in dem er aber auch, jetzt müssen wir mal helfen, wie heißt denn das, einen Laden betrieben hat, in dem man ein Pfandhaus, danke, das hilft mir schon. Genau, ja, wo gerne. Man also Sachen... Okay, immer wieder gerne. Wo man also Sachen einfach in Zahlung geben kann, falls man gerade knapp bei Kasse ist. Ja, also. Ja. Das hatte er relativ lange und Mitte der 90er Jahre, das muss man sich mal vorstellen, ist in diesem Antiquitäts-Schrägstrich... Was habe ich gerade gesagt? Pfandhaus? Ja, danke. Was letzte? Ist dort eingebrochen worden. Ah, okay. Und die haben ihn alles geklaut, was sozusagen da über Nacht irgendwie ausgeraubt. Ja. Alles rausgenommen, was da irgendwie einen Wert hatte. Ja. Auch die ganzen Sachen, die er ja als Pfandleihe dort hat. Ja. Und das war so krass. Er hat gesagt, also einmal muss man sich das mal vorstellen, er war halt über Nacht komplett 150.000 Euro in den Schulden. Ja. Oder damals waren es ja noch Mark. Ja. 150.000 über Nacht Schulden. Also nicht nur das sozusagen, das ist ja komplett weg. Ja. So. Und gerade sein Pfandhaus war da irgendwie im Allgäu in so einem kleineren Dorf und so. Und dementsprechend, deswegen sage ich das mit dem Pfandhaus, hatten auch, ja, mehrere ihre Sachen dort in Zahlung gegeben, wollten die aber irgendwann wieder auslösen. Das ist ja der Sinn von diesem Pfandhaus. Ja, ja, ja. Das war jetzt alles weg. Ja. Und nicht nur, dass er dann dass das Geld weg war und er da irgendwie richtig Trouble hatte mit Versicherungen und so, ja, sondern auch natürlich, dass er im Dorf komplett unten durch war. Also er hat erzählt, die haben mit dem Finger auf ihn gezeigt und gesagt, hier war doch klar, der Österreicher und so. Ja. Habe ich dir gleich, ja, für Anfang angesagt. Aber ich fand die Vorstellung so krass, das musst du dir mal geben. Ja, aber bei Nacht wird einfach bei dir eingebrochen, du bist, ja, zack, hast du 150.000, da hättest du dir locker ein Haus verkaufen können. Ja. Bist du in der Kreide damit? Ja, aber ganz ehrlich, wenn sie sagen, war doch klar, der Österreicher, dann hätten sie es ja vorher wissen müssen. Ja, genau. Sind sie ja selber schuld. Ja, genau. Spacken, ey. Ist doch wahr, ey. Ja. Aber das fand ich, also diese Vorstellung ist halt krass, finde, ja, ich. Stell dir vor, bei dir wird irgendein, na gut, ja, ich bin ja gerade bei dir, aber oh, du, wenn die das hier rausnehmen, was alles so Geld kostet, dann bist du... Hier stehen schon ein paar versteckte Werte rum hier. Ja, ja? Dann bist du aber mal locker 80 Euro in der Kreide. Das kann man 80 Euro haben oder nicht haben, ne? Genau.
So, noch 160 Mark haben oder nicht? 160 Mark, das sind noch 63 Euro. Ja. Nee, schön. Mmh. Ja. Lecker Bier. Ja. Wir haben übrigens beide gerade getrunken, gleichzeitig. Das seht ihr jetzt nicht, aber... Synchron trinken. Geile Sache. Das wollte ich nur einmal kurz vorstellen, weil ich fand die Vorstellung krass. Wenn die jetzt bei dir irgendwo einbrechen und nimmst alles mit, stehst du da wie Max in der Sonne. Ich hatte das mal, also nicht in der Wohnung direkt, aber da habe ich noch zu Hause gewohnt mit 16 Jahren. Mhm. Und ich war allein zu Hause irgendwie und dann wurde ich abends rausgeholt von einem Kumpel, der bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Mhm. Und dann habe ich erstmal gecheckt, das brennt ja in unserem Block. Ja, das war so ein fünfstöckiger Block. Ja. Und unten im Keller hat es gebrannt. Ne? Hat einer Brandstiftung betrieben und wir hatten richtig viel drin im Keller. Ja. Also so meine alte Kinderliege war drin, dann noch so zwei alte Ziehharmonikas von meinem Opa, so alte Musikinstrumente, die schon ihren Wert hatten. Und krass. Voll, also gestapelt so, das waren schon ein paar tausend Euro wert, die da drin waren. Alles weggebrannt. Und von den anderen auch die ganzen... Ja. Muss dann rausgeholt werden, ne? Und durch den Rauch und so. Man kann sich das im Film immer nicht so vorstellen, wenn man das sieht. Ja. Und die fangen so schnell an zu husten. Eigentlich ist es sogar untertrieben, was sie machen im Film. Echt? Also ich bin da, weiß ich nicht, 5 Sekunden den Hausflur runtergerannt mit dem Typen von der Freiwilligen Feuerwehr. Hatte noch so ein Geschirrtuch, so ein feuchtes vom Mund gehalten. Ja, ja. Und allein die paar Sekunden waren schon heftig. Ja. Mit dem Rauch, also... Krass. Leute so ersticken an Rauch, ey, das geht echt fix. Das ist, kann man sich nicht vorstellen, ne? Will ich nochmal haben, so. Ja. Okay, jetzt bei uns haben wir aktuell keinen Keller. Deswegen kann ich jetzt da nichts entgegenhalten, was jetzt alles bei uns verbrennen würde. Aber tatsächlich, als ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hatten wir da, was war denn bei uns drin? Da waren so Fahrräder drin, dann waren so Skier. Na gut, die waren auch nicht ohne. Ja. Die haben auch irgendwann mal Geld gekostet. Also komplett die ganze Skiausrüstung sowieso. Mhm. Von uns dreien dann immer, musst du immer mal drei rechnen. Und ja, natürlich, das Finanzielle ist ja das eine, auf der anderen Seite, so wie wahrscheinlich auch bei den Instrumenten von deinem Opa so, hat das natürlich auch emotionalen Wert. Also ich weiß, meine ganzen Plüschtiere aus Kindertagen, so, die hat meine Mutti halt unten im Keller so. Ja. Und wenn das verbrennen würde, wäre krass. Oh, und ich hatte mein ganzes Spielzeug da unten. Lego habe ich auch noch. So ein Lego-Kasten. Und ich hatte ganz viel, ich war als Kind so Fisher-Price-Fan. Mhm. Ja? Da kann man jetzt nicht viel mit bauen, aber die haben, ja, da hatte ich die, ich hatte alles gehabt von Fisher-Price. Die Burg, das Schiff, die Insel, die Kanone, den Turm. Krass. Alles verbrannt. Du hast ein richtiges Bonzenkind, ey. Nö. Was war denn da los? Nö, war ich nicht. In nüchternen Verhältnissen aufgewachsen. In nüchternen Verhältnissen aufgewachsen. Ach, das. Ja, stimmt. Alles aber weg. Das kann ich mir vorstellen. Alles weg. Das ist echt kacke. Das ist, das war geiles Spielzeug so. Das, auf jeden Fall. Das hatte ich aufgehoben, noch für meine Kinder. Ich glaube, ich war damals irgendwie mit 5 oder 6 oder so, ich mich ewig drüber gefreut, habe ich hier so ein Bettmobil bekommen. Das war jetzt irgendwie keine Marke oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht war es Mattel oder so, keine Ahnung. Ja. Aber das war halt tatsächlich irgendwie so... jetzt auch für die, die den Podcast hören, ich zeige vielleicht gerade so auf 40 Zentimeter oder so, war halt dieses Bettmobil. Da gab es einen bestimmten Batman dazu, den konnte man reinsetzen und dann konnte man hinten aus dem Bettmobil konnte man so ein Flugding noch hinten rausziehen. Er blieb dann sitzen, so ein Flugzeug. Geil. Aus dem Auto. Ach, war richtig krass. Mega. Ich glaube, das wäre auch noch ein Keller. Da würde ich mich richtig pesten. Stimmt, du hast recht. Also, ja, das wäre kacke. Das müssen wir raussuchen. Definitiv, das müssen wir raussuchen. Such das mal raus und setz mal Manfred da rein statt. Ja, geil. Ja, dann posten wir das bei Insta. Aber Batman war ja nicht so blind wie mit der Fintergarnestier. Ist egal, das Batmobil fährt er von alleine. Da ist Haufen Technik drin, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Da wird schon so eine Espresso-Maschine, erwarte ich da schon. Da kommt schon so ein Haselnuss-Kaffee raus, wenn du hinten ziehst. Stimmt. Oder so ein Latte Macchiato. Coole Sache. Auf jeden Fall kann man das nicht vorstellen. Das ist ziemlich kacke, glaube ich, wenn es irgendwo brennt oder wie auch immer dann ausgeraubt wird. Deswegen sagt man ja auch, wenn jetzt bei uns im Haus was brennen würde, sozusagen das, was man rettet, ist ja dann gerade wichtig, sind die ganzen Unterlagen und so. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Dass das wichtig ist, dass man die griffbereit hat. Und wenn man das hat, glaube ich, kann man irgendwie gucken. Also man selbst sollte da sowieso nicht agieren, aber dann natürlich
glaube ich, bleibt immer noch die Hoffnung, dass dann die Feuerwehr relativ schnell kommt und vielleicht noch irgendwie was retten kann oder so. Ja. Möglichst viel. Tatsächlich ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn man sich in diese Situation hineinversetzt, wenn es bei einem zu Hause brennt. Und du musst dich halt zurückhalten, um nicht noch irgendwie, keine Ahnung, Fotoalben rauszusuchen was weiß ich, das Gleitgel irgendwie. So. Ja, das braucht man ja vielleicht nochmal. Ja, das Gleitgel ist wichtig. Das ist wichtig. Oder die Travel-Pussy, ne? Genau. Ja, genau. Aber die kann man sich ja zur Not bei Schwiegereltern, habe ich ja gesagt. Kann man kannst sich ja wieder zur Not zusammenbasteln, ja. Genau. Ja. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach. Aber vielleicht so viel dazu. Und der zweite Herr, über den ich reden wollte, da kam ich eigentlich nur drauf, weil du es auch machst, dieser Josh Hader, wie gesagt, kommt aus den USA. Ja. Und der knackt immer so mit seinem Nacken. Ach so, das ist eine ganz schlechte Angewohnheit von das mir. Das kannst du doch auch. Also sozusagen, dann ist das ja auch richtig laut. Ja, also zum einen kann ich dieses Geräusch nicht ab. Aber bei diesem Josh Hader, der war auch wie Anfang 20, hatte auch irgendwie jetzt seit Tagen Rückenschmerzen, habe ich auch nur gelesen im Artikel, seit Tagen Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und hat jetzt dieses Knacken dann auch gemacht und wohl einmal das irgendwie ein bisschen übertrieben und hat, das ist so krass, er hatte dann auf einmal gemerkt, wie so ein Taubheitsgefühl irgendwie so sich ausbreitet, also sowohl in den Kopf als auch rund an den Rücken. Ja. Er war zum Glück zu Hause, also die Familie hat ihn dann gleich in die Notaufnahme gebracht und die haben ihn dann auch untersucht und gleich auch operieren müssen und so. Und zwar hat er durch dieses Knacken eine Arterie zerstört. Und das heißt übersetzt, der hat sich selbst, also ich finde es, na gut, jetzt hier sitzend und wissend, dass ich das noch nie, vielleicht habe ich schon gemacht, aber nicht bewusst, kann ich ein bisschen drüber lachen, weil er hat sich selbst einen Schlaganfall an sich selbst einen Schlaganfall verursacht. Ja. Durch dieses Knacken. Das ist richtig übel. Ja, willst du mich damit jetzt vorwarnen? Ja, ist das jetzt nein, ich möchte nur, dass du das vielleicht einfach mal wahrnimmst, Basti. Vielleicht kannst du das ja eindämmen. Ja. Ich will dich hier nicht während des Podcasts irgendwie dann zur Notaufnahme fahren. Ja, wahrscheinlich eine Folge wäre, die würde richtig Klicks ziehen. Ja. Die würde richtig knacken. Die würde richtig. Ja, nee, ich habe es ja vorhin schon gemacht. Also ich krieg's ja genau, deswegen. Ja. Ja. Krass. Landest du wegen so einem Scheiß, liegst du im Krankenhaus. Hör auf. Kannst du auch keinem erzählen. Du bist irgendwie 2 Wochen krankgeschrieben wegen großer OP. Basti, was denn sagen die Arbeitskollegen, was ist los? Wo warst du denn? Ich bin auch so ein Glückspilz bei solchen Sachen. Ne? Ich habe auch immer, früher, ne, habe ich oft auf Schnauze gekriegt und wenn ich mal zurückgeschlagen habe, hat derjenige dann zwar aufgehört, aber ich habe mir dann selber irgendwie einen Daumen gebrochen oder so. Das ich selber wehgetan. Ja, einmal habe ich mir, genau, durch so eine Aktion einen Daumen verstaucht und musste ich einen ganzen Sommer als Zehnjähriger, glaube ich, mit so einer hässlichen Daumenschiene rumrennen. Ja. Und die durfte auch nicht nass werden. Das heißt, natürlich im Sommer gehst du ins Schwimmbad und ich musste immer mit dem Daumen nach oben schwimmen. Geil. Und all die, dir entgegenkommen, mit denen du verkehrt hast. Oh, dem geht's gut, denkst du. Guck mal, dem geht's richtig gut hier. Der hat sich sogar seinen Daumen einschieben lassen, so gut geht's dem. Guck mal, da ist er wieder, der Daumenschwimmer. Däumelinchen kommt. Das ist wie beim Hai, dann guckt oben immer deinen Daumen raus beim Tauchen. Ach, geil. Basti, hier, du schwimmst aber nur so weit, wie ich deinen Daumen sehen kann. Ja, alles klar, Mutti, mach ich. Ja, was denkst du? Da saß bestimmt so einer, der gedacht hat, das ist so eine geile Vorlage für einen Like-Button. Das gab es ja damals noch nicht. Ja. Ja. Ich wette, ich war die Vorlage. Da saß wahrscheinlich irgendeiner am Baderand und hat gesagt, Mensch, das ist ja aber eine geile Idee, Daumen hoch. Ja. Cool. Meine kurz informiert waren das der Wolfgang und der Josh. Oder deine, Josh. Deine kurz informiert. Pass auf, meinen kurz informiert. Abiturienten protestieren gegen zu schweres Mathe-Abi. Ich habe es auch gelesen. Ja, cool. Hast du gelesen? Ja. Es ist ganz schön krass. Also da wurden jetzt irgendwie... Das waren Bayern, ne? Das waren Bayern, teilweise auch NRW haben sich beschwert und Sachsen-Anhalt. Also gibt es einige Schriften zu. Ich habe jetzt bloß Zahlen gelesen. Online kam da irgendwie am vergangenen Freitag durch diverse Online-Petitionen 80.000 Unterschriften zusammen, die darauf aufmerksam machen wollen, dass die Aufgaben nicht erfüllbar waren. Zu hoch angesetzt gewesen, einfach. 80.000? Ja. Das ist ja krass. Und sie halt gefordert haben, den Notenschlüssel zu senken vom Schwierigkeitsgrad her. Ne? Ja, ja, also den Genau. Bewertungsschlüssel. Hm. Wobei in dem Text steht dann auch wieder...
Sagen sie dann wieder, beim Ergebnis, dass die Vorwürfe bestätigt, müssten die Noten hochgesetzt werden. Also entweder Notenschlüssel runter oder Noten hoch. Oder ja, okay. Also ja, wahrscheinlich eine besser oder so. Ja, denn genau. Bei den Ergebnissen. Also die Ergebnisse sind da jetzt noch nicht raus. Ja. Es haben sich halt bloß viele beschwert. Das, ja. Es ging gerade um Sachaufgaben, ja. Die einfach viel zu lang ja. und zu schwierig waren. So, ja. Ne? Und da habe ich so an meine Zeit gedacht, Hannes, Mathe, ey. Hätte es vielleicht damals Abitur, gegeben, ne? Wenn Abitur, ja, genau. Ja. Und dass du gedacht, ein Abitur hast, ey. Ist ja, das ist Drei-Klassen-Abitur. Ja. Also das ist low. Sowieso übel. Ey, wenn die sich jetzt beschweren und das durchkommen, dass sie die Note besser kriegen, ey. Ja. Wenn das damals schon gewesen wäre, ja? Hätte ich mein Abi vielleicht auch beim ersten Mal geschafft. Nein, ich habe es beim ersten Mal geschafft, aber Mathe war schon, das war schon schwierig, du. Das war schon. Ja, das stimmt. Da war ich auch, das kann ich mich genau erinnern, das erzähle ich auch, glaube ich, in dem Themenfeld immer wieder. Ich war damals während der Abiturzeit so ganz schlecht da drin, war ja auch während der Pubertät, ist vielleicht auch normal, ganz schlecht da drin, mich selbst einzuschätzen. Und bin ja. dann nach dem Mathe-Abi zu meinen Kumpels und sozusagen die Clique und meinen Eltern und Familie ja. und so, habe ich gesagt, ach, war gar nicht so schlimm und Mathe hatte ich erst Bangel und so, ja. War gar nicht so wild. Ja, und dann hatte ich irgendwie 3 Punkte. Letzten Endes. Ja. Das ist halt eine 5, ne? 5+. Krass, und mit durchgekommen? Wie konntest du das ausgleichen dann irgendwie mündlich? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie haben sie mir das Ding nachher gegeben. Ich weiß es nicht. Hä? Ich habe euch nicht nachgefragt. Das ist, glaube ich, weil das war ja die Prüfungsnote. Nachher hast du ja die Vornote, hast du auch noch dagegen gerechnet. Und dann hat es irgendwie hingehauen. Ja. Ja. Ja, irgendwie, ich bin, also die Vornote hätte ich, glaube ich, war scheiße bei mir irgendwie. Und ich hatte auch Grundkurs. Ja, klar. Meinst du, ich habe Leistungskurs? Bist du irre? Oh, ein paar können das gut, ne? Aber das ist ja irre, das ist ja irre. Das ja. Und dann hatte ich, ja, glaube ich, also ich habe vorher auch immer so bei 4 oder 5 rumgedümpelt. Ja. Aber dann, ich glaube, Grundkurs waren, ich weiß gar nicht mehr, 8 Punkte dann. Das war gut. Habe ich dann, also durch wirklich lange, auch, er hatte Nachhilfe extra für Mathe. Mhm. Hatte er. Hatte ich auch, stimmt. Während, ja, ich hatte auch. Das gebe ich auch gerne zu. Also, 1,5 Jahre oder so. Trotzdem nur eine 5. Vielleicht wäre es noch schlimmer gekommen, ich weiß es nicht. Ja, aber Mathe ist auch so ein Ding, das musst du auch echt, du kannst nur ja. üben. Du kannst nur üben und du musst es auch in gewisser Weise begreifen. Also gerade ja. wenn du die, ja. das ist ja tatsächlich das, was man immer ins Feld führt, aber es stimmt ja auch. Also sozusagen, ja. wenn du in Mathe tatsächlich die Grundlagen nicht beherrschst, ja. Ja. Wie man, was weiß ich, nachher hier Klammern auflöst und so, dann brauchst du da auch nicht groß weitermachen. Also dann ist es ja. nachher, das musst du irgendwie. Aber gerade ist ja Mathe-Abi ist ja so ein Hochthema, ist ja, und darum ging es ja auch in den Textaufgaben, ist ja Stochastik. Ja. Hm. Ne? Das gab es ja rauf und runter denn, ne? Ja. Mit den ganzen Formeln und was weiß ja. ich nicht alles. So, ne? In sämtlichen Variationen. Ja. Und das hat mir dann teilweise, als ich es denn eigentlich, Mathe ja nie mein Ding, aber als ich es denn üben musste, ja. um da drin irgendwie besser zu werden, ja. fand ich es irgendwie, gab es so Sequenzen, wo es auch echt mal Spaß gemacht hatte, obwohl es für mich nichts Greifbares war. Ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass Mathe einfach mit viel mehr Beispielen erklärt wurde, also mit irgendwas Bildlichem so. Ja. So, ne? Ja. Wo wir uns damals auch schon während des Abiturs, gerade mit dem, wo du Textaufgaben sagst, also teilweise habe ich mir so die Textaufgaben an sich, die waren schon so hohl. Ja. Ich weiß nicht, ob die Lehrer sich die ausgedacht hat oder ob wir bestimmt, oder ob das ja, alles aber im beim Buch Abi war. Ist es ja so, dass es vom, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vom. Na, zumindest vom Prüfungsausschuss, vom Ministerium. Vom Land kommt, genau, vom genau. Landesministerium. Ja, und genau. Da ist ja auch. Ne, da macht ja jedes Bundesland braut da seinen eigenen Brei. Ja. Und ich weiß die Anforderungen, deswegen jetzt kommen vielleicht zu Recht auch die Aufreger aus Bayern und Sachsen-Anhalt. Waren ja. die, glaube ich, damals immer schon mit am schwierigsten angesiedelt. Okay. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ja. Dass die da immer schon. Und deswegen plädieren die auch so ein bisschen für so ein Zentralabitur. Also zumindest ja, so Mathe. Das sowieso, also Mathe das steht sie, ja. Das ich meine, steht ja sowieso außer Frage. Das ich. Steht ja auch schon lange im Raum. Ne? Also, genau. Aber auf die Textaufgaben, wo ich auf hinaus wollte, ja. war ja immer so, das ist Günther. Günther ist 32 Jahre alt ja. und kauft sich 12 Millionen.
Ja. Dann lädt er drei Freunde ein. Wie viel Melonen kriegt jeder? Ich denke, wenn Günther mit 32 Jahren 12 Melonen kauft, ja, dann hat er ein richtig Ding am Laufen. Ja, muss ich gerade an eine Anekdote von ein paar Freunden denken, die irgendwie sich auch eine Melone geholt haben und bei irgendeinem Kumpel in der WG gefeiert haben. Ja. Melone aufgeschnitten haben und dann irgendwie auch noch ein bisschen Wodka reingekippt haben und es gebechert haben und der eine hat dann irgendwann voll in die Melone gekotzt. Und dann waren die alle pennen. Ja. Also und dann sind sie morgens aufgewacht und der Typ, der da reingekotzt hat, hat noch gepennt. Haben sie die Melone genommen, noch mit den Kotzbrocken da drin. Ja, ja. Und das so ans Bett gereicht und er ist so ein bisschen aufgewacht durch den Geruch. Ja. Und gesagt, na, hast du Bock auf Melone? aber das ist doch mal eine vernünftige Textaufgabe für 17, genau. 18-Jährige. Ja. Wie viel Kotze passt in der durchschnittlichen Melone? So. Ja. Oder wie viel Wodka muss ich trinken, bis ich diese Melone wieder voll mache? Genau. Das wäre doch mal was. So, zack, sind die alle dabei. In Kubikzentimeter. Das weiß ich so. Wie viel Wodka in Kubikzentimeter muss ich trinken? Ja. Genau. Sehr so. Geil. Das wäre doch mal was. Aber in dem Zusammenhang, was ich jetzt auch, ich glaube, gestern noch mal zu dem Thema gelesen habe, war ja tatsächlich, dass es teilweise Lehrer gab, die dort diese Proteste unterstützen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Schüler und Schülerinnen jetzt irgendwie sagen, Mensch, das war zu schwer. Und die wahrscheinlich irgendwelche Elternteile natürlich auch, die dann sagen, mein Sohn könnte sonst immer gut Mathe und jetzt hat er irgendwie da abgelust. Ja. Ja. Schlampe. Auf jeden Fall waren jetzt teilweise, wie auch, wie gesagt, schon Lehrer auch dabei, die haben gesagt, es war wirklich nicht ohne diesmal so. Ja, das stimmt. Und die zweite Sache ist, ich weiß nicht, ob man das heute jetzt mit uns noch vergleichen kann, weil ich bin der Meinung, heutzutage sind die Schüler und Schülerinnen sehr, sehr gut vernetzt zum einen und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen mutiger, was das angeht, beispielsweise jetzt auch diese Friday for Future und so. Vielleicht sind mittlerweile die Generation noch einfach mutiger geworden, sich sozusagen mit ihrer Meinung dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Deswegen ist vielleicht auch diese Petition heute einfach ein bisschen leichter ins Leben zu rufen, beziehungsweise man kann leichter irgendwie Leute da für sich gewinnen, als es noch vor 12, 13 Jahren irgendwie so war. Ja, auf jeden Fall. Also ne, Internet, die sozialen Medien, die machen das absolut möglich so. Und da sind die super drin geschult. Ne? Also da wird, weiß nicht, kannst ja glaube ich schon an vielen Schulen oder so, weiß ich nicht, ob ich mir das gerade ausdenke, aber Lehrer bewerten zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob es das auch schon gibt. Ja, genau. Lehrer bewerten oder Schule an sich oder kannst dich denn in die, viele Schulen haben ja auch haben ja ihre Seite, wo sich Schüler dann auch äußern können drauf. Ja, genau. Und das gibt es auch. Ich habe auch mal von der Internetseite gehört, die dann irgendwie ins Leben gerufen wurde, aber die wurde relativ schnell wieder zugemacht, wo es tatsächlich auch darum ging, Lehrer zu bewerten. Ja. Aber tatsächlich kann man sich auch vorstellen, relativ schnell waren dann die Betreiber nicht mehr Herr der ganzen Lage so und dann ging es halt mehr um Shitstorm und über sich lustig zu machen, anstatt da irgendwie dann vernünftiges Feedback zu geben. So. So, und wenn die grundsätzlich ist dann natürlich auch immer die Meinung der Schüler einzuholen, definitiv. Ja. Aber halt einen vernünftigen Rahmen so. Vernünftigen Rahmen. Und falls krass, wir sind so seriös heute, Basti, bisher, findest du? Naja, und wenn es halt nicht im vernünftigen Rahmen passiert, wenn die halt so einen Shitstorm abkriegen, dann muss der Lehrer halt doch sein Spuckrohr wieder rausholen. So. Und dann ins Klassenzimmer. Genau. Ja? Ja. Und wenn das nicht reicht, dann Ende Gelände. Dann doch die Beretta. Ja. Nee, es gibt was Geileres, Laufdiktat. Lauf dich. Weißt du, das hatten wir damals. Ach, ich würde das auch mal wieder gerne machen, ey. Da hätte ich Bock drauf. Auf so ein Laufdiktat. Also nicht jetzt ich persönlich, aber ich würde das gerne mal in der Klasse irgendwie machen. Laufdiktat. Vorne hängt dieser blöde Zettel mit dem Text dran und jedes Mal für jeden einzelnen Satz musst du aufstehen und das abschreiben. Und unterwegs, es gab immer die Situation, wo du irgendwie diesen Satz liest, dich umdrehst, zu deinem Platz willst, machst drei Schritte und denkst, scheiße, ich habe den Anfang oder das Ende schon wieder vergessen. Ja. Das ist eine geile Aktion. Das wäre vielleicht eine Strafe, die wäre, glaube ich, cool. Statt Spuckrohr. Ich bin fürs Laufdiktat. Laufdiktat statt Spuckrohr. Aber beim Laufdiktat, also spießrutenmäßig, steht der Lehrer immer daneben. Und jedes Mal, wenn der Schüler zögert und nochmal zurückgehen will, gibt es einen mit dem Gürtel. Ja, genau.
Aber oder so einer mit so einer Gürtelschnalle, weißt du, was die du letzte Woche... genau, so eine richtige, 5x7 cm. So, das kam übrigens ziemlich gut hin, ich habe nochmal gemessen. Ja, 5x7. Oder sie werden halt beim während des Hinsetzens irgendwie mit orangen Obst aus Holland beschmissen, kann ja auch sein. Ja. Kann man auch machen. Ja, oder einfach mal ein Bein stellen. Das war... Oder einer aus der Klasse, irgendwie so der sowieso schon Klassensprecher ist oder Klassensprecherin, ja. Weißt du, der letzte Dussel da, liest währenddessen was anderes vor. Also dass du grundsätzlich eine andere Geschichte hörst, als die da vorne, die du abschreiben musst. Das ist, glaube ich, richtig fies. Ja, das ist gut. Das wäre vielleicht was. Einfach so, um Verwirrung zu stiften. Ach nee. Super. Was war das letzte? Ach so, kurz informiert. Das war kurz informiert jetzt. Jetzt kommt... Kurz vorgestellt. Von Hannes. Icke? Hannes. Ja, kurz vorgestellt. Jetzt muss ich mal gucken hier, was habe ich denn? Ich habe jetzt mit meinem spontanen Einsatz überhaupt nicht gerechnet. Ach so, coole Sache, kurz vorgestellt. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man es am besten, beziehungsweise doch am besten weiß ich, aber wie man es am kostengünstigsten umsetzt. Ach so, kostengünstig, ja, dann am besten gar nicht. Das ist das kostengünstigste? Ja, würde ich sagen. Definitiv. Egal, was du sagst, ich habe recht. Aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen was kosten nur, aber ja nicht so viel. Und zwar, kurz vorgestellt, geile Idee habe ich heute beim alten Bekannten gesehen, das Freiluftkino. Basti, ist das eine geile Sache. Muss ich mal kurz husten. So, geil, Freiluftkino. Was sollte das? Ich muss wirklich husten, aber das ist schon wieder, ich kriege meinen... Septischen Husten hier. Meinen serbischen Husten. Ja. Freiluftkino. Also jeder, der, kurz vorgestellt, jeder, der vielleicht über ein Stück Land verfügt, das muss ja nicht unbedingt ein Haus sein oder in einem Dorf wohnen oder so, hat ja nicht jeder das Glück wie ich, Großgrundbesitzer zu sein. So eine eigene Ranch hat zum Beispiel. Nur eine eigene Ranch oder eine Stadt oder eine Insel. Ja. Aber manche haben auch einfach nur einen Garten. Oder einen Wald. Geile Aktion. Bei dir zum Beispiel, also alle, die den Podcast hören, sehen das jetzt natürlich nicht. Ja. Aber theoretisch, wenn man mit Basti auf den Balkon geht, der ist in den Innenhof, sozusagen andere Seite der Straße. Und nach innen ist dementsprechend der Innenhof, daher auch der Name Innen. Guckt man komplett auf eine weiße Wand. Ja. Das heißt, sie wäre tatsächlich prädestiniert dafür, hier vorne einen Beamer aufzustellen und beispielsweise Police Academy zu gucken oder Nackte Kanone. Du, das hat aber mein Nachbar schon gemacht. Als letztes Mal WM, EM war. Was war das letzte? WM. Ja, eins von dreien. So. Und da hat er nämlich auch Pavillon aufgebaut und unten und dann hat er da was reingeschmissen. War ich nicht zu Hause, ich habe woanders geguckt, aber er hat das gemacht. Die ist prädestiniert dafür, hast du recht. Das ist doch eine geile Sache, wenn man irgendwo eine freie weiße Fläche hat. Wir haben nämlich sowas tatsächlich im Garten auch. Ja. Ich bräuchte jetzt von mir aus tatsächlich nur noch, ist gut, aber irgendwie jemanden mittlerweile, finde ich, gibt es ja tatsächlich, kennt man irgendwie so zwei, drei, die auch einen Beamer haben. Ja. Vielleicht lässt sich da was organisieren, dass man das einfach mal ausleiht oder irgendwie mal so eine, es gibt ja so Tage, wo du Bock hast, auf soziale Interaktion, irgendwie deine Kumpel zu sehen, aber jetzt nicht irgendwie krass feiern gehen willst. Oder im Rahmen von einem kleinen Grillerchen oder so. Ja. Und man jetzt weiß, Mensch, wir ziehen heute nicht noch groß los, sondern wir machen uns das hier bequem. So. Und das ist doch geil, wenn du ein Freiluftkino hast, machst irgendwie einen geilen Film an, irgendwas Schrottiges vielleicht. Ja, so einen schönen alten Film, so ein 70er-Jahre-Porno oder so. 70er-Jahre-Porno sowieso. Mhm. Oder was fällt mir gerade, als du sagst, so einen alten, trashigen Film. Die Zeitmaschine. War, glaube ich, auch in den 70ern. Richtig trashig, weil es geht natürlich auch um Aliens, weil er da irgendwie in der Zeit rumreist. Mhm. Und dann gibt es so eine blauen Aliens und das Krasse ist, du siehst halt die Reißverschlüsse von diesem Alien, also von diesem Kostüm. Das ist so witzig heutzutage. Damals war es wahrscheinlich mega gruselig. Aber das ist, glaube ich, eine geile Idee. Einfach ein Freiluftkino und schmeißt irgendwie einen alten Film an. Ja. Das Wichtige, glaube ich, dabei ist tatsächlich, dass du einen Film hast, wo man nicht so krass aufpassen muss. Entweder jeder kennt den und weiß ungefähr, man kann zwischendurch ein bisschen schnattern, weil darum geht's ja. Du willst ja zwischendurch auch nochmal ein Bierchen trinken und dann willst du, gesagt, vielleicht nochmal eine Wurst essen oder so. Dann würde ich natürlich die Stummfilme rausholen. Das ist doch super. Ja, Laurel und Hardy. Ja. Vielleicht sowas. Ja, Laurel und Hardy. Wie? Laurel und Hardy. Olli und Stanley. Olli und Stanley. Heißt er doch. Dick und Doof. Das sind doch Olli und Stanley. Wer war denn Laurel und Hardy? Laurel
Oder heißen sie so ein... LOL. Olli, LOL? Olli, Stan LOL. Hardy? Vielleicht so? Hießen die so? Das kann sein. Kann das jemand beantworten? Dick und Doof? Dick und Doof. Wie hießen die? Großartig. Wie hießen die in echt? Oder Charlie Chaplin hier mit... Ja, auch. ...kleinen Diktator. Auch cool. Der hat schon kommen sehen, der kleine Mann. Der hat's kommen sehen. Cooler Typ. Ja. Freiluftkino. Ich glaube, das ist das, das machen wir in diesem Jahr. Versprochen. So. An dieser Stelle. Verspreche ich dir. Machen wir bei uns im Garten Freiluftkino und laden ein paar Kumpels ein. Also Bescheid bei den Hanneses. Ja, am besten sagst du noch die Adresse durch. Bei jetzt, den Hanneses. Machen wir Facebook einfach. Da ohne Einladung. Da fahrt ihr einfach gegen die Sonne. Und dann ein Stück weiter. Das Geile ist echt, immer wenn wir neuen Besuch bekommen, ja. Trifft es tatsächlich, wir wohnen ja auf dem Dorf, ich habe schon ab und zu erzählt, das Geile ist, es trifft tatsächlich am besten die Beschreibung, wenn ihr denkt, ihr seid falsch, seid ihr richtig. Ja. Weil man dann so durch Wald und über Wiesen und Felder fährt, dass man denkt, hier kann nichts mehr kommen. Dann ist man auf jeden Fall richtig. Ja, das ist eine coole Sache. Ich weiß, Hannes. Freiluftkino, kurz vorgestellt, finde ich gut. Mach ich. Masse. Macht er. Bin gespannt. Wäre das nicht fertig im Sommer? Ja, ist doch gut, hab ich doch gesagt. Ist jetzt nicht irgendwas im Sommer, was man gucken kann, freiluftmäßig? Ist jetzt nicht auch wieder? Oh, ich weiß nicht, du, mit, ich krieg das immer erst mit. Was war denn letztes Jahr? War da was? Wenn es irgendwie losgeht, dann krieg ich das immer erst mit. Letztes Jahr war... Nee, letztes Jahr war schon was, ne? EM? Letztes Jahr war WM, glaube ich. WM? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt habe ich aber... Jetzt weiß ich nicht. Ist egal. Dann gucken wir halt Volleyball oder so. Oder Synchronschwimmen. Egal. Synchronschwimmen, ja. Da kannst du auf jeden Fall nebenbei ein paar Wurst essen. Ja. Das ist ja immer nur, wie bei der Formel 1. Das ist ja nur der Start und der Schluss interessant. Ja. Den Rest kannst du dir schminken, die 4 Stunden dazwischen. Kommt jetzt aber so ein Film ins Kino. Mit so ein paar alten Männern, Mitte 40. Ja. So ein Synchronschwimmer-Team. Ach, echt? Ja, komm raus. Das soll, glaube ich, witzig sein. Und auch ein bisschen emotional. Aber wir wollen nicht zu emotional werden. Jetzt geht's weiter mit Kurz vorgestellt. Kurz vorgestellt. So, ich habe. So, jetzt geht's aber weiter. Das Echo haben wir jetzt wieder im Griff gekriegt. Was ist denn das hier? Schon wieder hat sich hier was eingeschlichen. Das ist, so ein, weil du deine 200 Quadratmeter Wohnung hier so im Griff hast. Ist doch hier wieder so, schon so ein Echo-Bug. Echo-Bug. Geil. Kurz vorgestellt, du mach. So. Kurz vorgestellt, ich hatte letzte Woche so ein bisschen über Lab erzählt und ich wollte noch 2 kurze Sachen nennen. Ja. Und zwar auch ein paar Bekannte, mit denen ich das mache. Für die Leute, die darüber noch mehr erfahren möchten, weil ich konnte das natürlich nur im Kurzen anreißen. Für weiterführende Informationen? Für weiterführende Informationen ja. Gibt es zum Beispiel, also es gibt wahrscheinlich mehrere YouTube-Channel, aber ein YouTube-Channel von einer guten Bekannten, nämlich die Ivy. Ja. Und die Ivy hat einen Channel, der heißt Ivy's Lab Gelaber. Ah. Ivy's Lab Gelaber auf YouTube. Und ja, da hat sie dann immer eine Folge, die geht so 10 bis 15 Minuten. Und da erklärt sie dann immer zu einem Thema, was mit Lab zu tun hat. Was weiß ich, Kleidung, Gewandung, mal Schminke, Lab kämpfen ja. Und so weiter. Muss man mal reingucken. Ivy's Lab Gelaber. Und dann gibt es noch ganz neu auch einen Podcast tatsächlich, findet man auch bei Spotify. Der heißt Portalgeflüster. Portalgeflüster. Die reden auch, ich glaube, ein bisschen auch allgemeine Sachen Lab, aber hauptsächlich, die haben jetzt 2 Folgen draußen, geht es dort um ein neues Setting, was Ende des Jahres stattfinden wird. Ja. Und die beiden gehören zum Orga-Team. Dieses Setting, also für alle Lab-Interessierten, das heißt... Ah, das ist aber cool, das ist eine gute Möglichkeit, sozusagen das auch publik zu machen. Genau. Also sozusagen, wenn es dann heißt, Mensch, ich möchte da gerne teilnehmen, wie ist denn das mit dieser neuen Szenerie da und so, worauf genau. Muss ich achten? Dann heißt genau. Es einfach, Mensch, hör den Podcast an und dann weißt du Bescheid. Genau, ich habe das jetzt auch noch, ja. Das sind 2 Folgen, ich habe nur mal ganz kurz reingehört, der Benny und der Tobi, die machen das, Portalgeflüster und das neue Setting heißt Zwielandsaga. Mhm. Ne, auch so ein bisschen Mittelalter-Fantasy, geht um Erkundung eines neuen Gebietes, einer neuen Insel. So viel weiß ich da auch noch nicht drüber. Ja. Und was es da vielleicht alles geben kann und so weiter. Und darüber haben die einen Podcast und zwischendurch streuen die mal so allgemeine Themen von Lab und oder Neuigkeiten über Lab, streuen die mit ein. Ja, ich glaube, die machen das auch ganz gut. Portalgeflüster.
So, und die Sache, die mir eigentlich am Herzen liegt, die ich, was heißt eigentlich, die beiden Sachen liegen mir auch am Herzen, aber die ich in Sachen Körperhygiene, die mir am Herzen liegt, seit 2-3 Jahren, ist nämlich Bodylotion. Bodylotion? Bodylotion? Der Basti stellt Bodylotion vor. Alter, Bodylotion, krass. Konnte ich mir früher nicht vorstellen, mache ich jetzt. Mache ich jetzt täglich nach jedem Duschgang, ja, reibe ich mir den Pelz ein. Mit Bodylotion? Mit Bodylotion. Bodylotion. So mit richtig männlicher Bodylotion? So, oh, ich hatte bei mir, oh, ich musste letztens so lachen, ich war in der Dusche und habe mir irgendwie ein neues Dusche gekauft und da stand, ja, drauf, ach, das war irgendwie so mit persönlicher Ansprache geschrieben, das finde ich auf dem Duschgel sowieso irgendwie witzig. Ja. Willst du riechen wie ein echter Mann unsere Akazienholz oder so? Bist du irgendwie der Kracher auf der nächsten Party, ja, oder so? Hashtag kanadischer Holzfäller oder was? Akazienholz. Was ist denn deine Bodylotion für ein Duft? Hat die überhaupt einen Duft? Ja, ich weiß nicht, was das riecht halt ein bisschen. Aber die muss auch nicht riechen. Es geht einfach darum, da so ein bisschen Creme drauf zu hauen, weil ich habe früher das nicht gemacht. Also habe ich mir maximal, ja, das Gesicht mal und vielleicht die Hände. Ja. So, aber jetzt der Rücken schön. Weil ich habe, ne? Also ich weiß nicht, wer so zu tun hat mit Haut manchmal, so trockene, ja, Haut. Ne? Oder auch mal so ein Pickelchen. Ja. Ne? So Pickelchen und dann kommt da auf der anderen Seite noch so ein Frederik vorbei. Und das will man ja nicht haben auf der Dauer, ne? Nee, stimmt, will man so nicht haben. Und dann? Ich gibt sag ja auch Situationen, wo man jetzt wenig anhat, beispielsweise. Da will man ja auch schon, dass ja, Synchronschwimmen. Synchronschwimmen zum Beispiel. So. Da bist du ja mit Bodylotion vielleicht auch schneller wegen der, weißt du, also geringere Reibung. Ja, willst du Reibung. So Ölfilm um deinen Körper und dann ja, geht das geschmeidiger. Bodylotion kann ich empfehlen, Leute. Das macht Bodylotion. Macht den Pelz wieder geschmeidig. Ja, ich glaube, ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht, gerade was so Creme angeht und so. Ach das. Teilweise ja auch im Winter ist auch wichtig. Gerade auch gut für weitere Pflege auch von Tattoos. Ja. Du bist ja da noch. Ja, stimmt. Bist ja auch schon gut bestückt. Du hast recht. ich glaube, was ich mir bis jetzt, wo ich mich durchgerungen habe, und da bin ich auch mittlerweile sehr, kriege ich das auch gut hin, jeden Tag ist tatsächlich morgens so eine vitalisierende Gesichtscreme, so. Ja. Nach dem Aufstehen, das ist ziemlich cool. Das, ja, hat auch tatsächlich diesen frischen Effekt und so. Ja. Aber den Rest des Körpers, du hast recht, den behandle ich ein bisschen stiefmütterlich. Ja. Das mache ich, ja, aber das ist jetzt, ich habe so, in deinem Alter habe ich damit angefangen. Ja. Nee, vielleicht noch ein bisschen früher. so lange mache ich das noch nicht, jetzt 2 Jahre vielleicht. Ja. Ja, ich glaube mit 30, ja. Bodylotion. Ja. Ja, ich glaube dir. Ja, da muss wieder so der innere Schweinehund dann, weißt du? Muss dann wieder überwunden werden. Mach das. Aber den schmier ich auch gleich mit ein. Ist nee, schmierst du mit ein, er freut sich. Komm, der immer Hund rin. So. Ja, auch zu zweit in der Dusche. Bodylotion. Was ein Quatsch, ey. Wie einfach ich auch irgendwie zum Laden zu bringen bin, ne? Das ist auch irgendwie witzig. Wie können wir die Folge heute schon nennen? Vielleicht Echo. Echo, Echo. Echo, Echo, Echo. Ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht finden wir auch was Geiles. Ich weiß doch, was ich meine. Ja, oder ich sage mal alles doppelt. Sowas zum Beispiel. Nee, ist egal. Jetzt schon hast du mich amüsiert. Jetzt geht's weiter hier. Jetzt kommt's. Hey, bevor wir weitermachen, ich brauche jetzt irgendwas, womit ich hier mein Bier aufmachen kann, bitte. Ja, dann nimm doch. Was denn? Das hier. Hier so ein Buch. Was ist das? Was ist jetzt hier über den Tisch hier geflogen? Das sag ich nicht den Zuschauern, was ich da. Das ist deine Taufkerze? Oh. Ja, musst du zweimal machen, immer mit der Taufkerze. Aua! flog die Taufkerze zurück, aber direkt, ey. Ach nee, ist keine Taufkerze, ist eine Osterkerze. Wenn da Alpha und Omega draufsteht, ist es eine Osterkerze. Da kennst du dich besser aus. Da kenn ich mich aus. Ja. Alpha und Omega. Anfang und das Ende. Vom griechischen ins Römische, ja. Nein, vom griechischen Alphabet. Alpha ist der erste Buchstabe, Omega der letzte. Interessiert mich null. Alpha, Hammel. Omega. Weil man sagt sozusagen im christlichen Verständnis, Jesus ist der Anfang und das Ende, Alpha, Omega. Ui, toll. Falls ihr das also demnächst seht. Jesus ist also, der ist doch schon wieder auferstanden. Ist doch, war schon das Ende und geht trotzdem weiter. Ist doch alles Quatsch. Anfang und das Ende, hörst du da nicht zu, ey? Ja. Aber der hat doch schon seinen Anfang und sein Ende gemacht. Es geht trotzdem weiter. Boah,
Alter. Manchmal ist es auch richtig schwierig, ne? So, jetzt geht's los. Jetzt habe ich ihn in Stimmung gebracht. Jetzt geht's los. Mit Kurz. Mit Kurz. Mit Kurz. Auf Glück. Kurz aufgeregt. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Kurz so. Aufgeregt. Ich schon wieder? Ja, du warst ja gerade schon ein bisschen. Komm, wir machen nochmal Schnick, Schnack, Schnuck. Stein, Schere, Papier. Ja. Best of three. Ich will nicht schon wieder anfangen. Komm. Der Gewinner fängt an. Jetzt machen wir es so, okay? Ja, haben wir vorhin auch schon so gemacht. Das heißt, ich muss das mit Absicht verlieren. Das ist auch nicht einfach. Ja. Ja? Ja, sag ich dir mal. So, pass auf. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Nee, scheiße, ich muss ja verlieren. Ja. Also ich habe Basti gerade mit Schere, Schneide, Papier. Ja. 1-0 für mich. Best of three, haben wir gesagt. Los. Best of three? Ja, okay. Best of three. Three, okay. Three, das ist auch so krass. Wie deutsch du... Three? Three, ja. Three, three. One, two geht ja noch. Das, na, three kommt auch von Lanka oder was? Ja, genau. Das ist richtig. Three. Passi. So, du, two. Dabei warst du ein Lied, du hast es schon erzählt, ne? Two. Okay, two jetzt. Schnick, Schnack, Schnuck. Ach, okay, es steht 1-1, weil jetzt hat er mit seiner Schere mein Papier durchgeschnitten. Ja. 1-1. Jetzt, so. Es geht um die Wurst. Jetzt geht's aber hier. Schnick, Schnack, Schnuck. So, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt machst du kaputt. Also du machst mit deinem Stein meine Schere kaputt und du bist dran. Jetzt rege ich mich auf. Und zwar rege ich mich darüber auf, dass mein Datenvolumen ständig aufgebraucht ist. Ja. Es ist ständig aufgebraucht. Ja. Weil ich noch so einen scheiß Vertrag habe, den ich noch nicht hingekriegt habe, rauszukommen, zu ändern. Weil immer, wenn ich rauskommen wollte, dann war mein Handy kaputt und ich brauchte schnell ein neues Handy. Mhm. So. 2 GB habe ich, das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Das reicht nicht. Das reicht heute nicht. Das reicht nicht mehr. Hin. Von Alpha bis Omega, das reicht einfach nicht. Ich brauche mindestens 3. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, an viele Verträge, gerade so Mobilfunk und so. Ja. Da trage ich mir immer den, sozusagen die letzte Woche, in der ich unbedingt sozusagen kündigen muss, trage ich mir immer ins Handy ein, gleich wenn ich den Vertrag abschließe. Damit ich das nicht vergesse, sozusagen. Das ist gut, weil das ist richtig gut. Kacke. Am Anfang hast du ja meistens das Angebot und das ist auch gut. Ja. Aber du steckst ja dann meistens, wenn du einen Vertrag hast, 2 Jahre drin. Ja. Und wenn sie dann deinen Vertrag einfach verlängern, ist es meistens ja schon in 2 Jahren passiert viel, ja. Ist das schon wieder Kacke, das Angebot. Deswegen sollte man da mal drauf achten, rechtzeitig zu kündigen. Ja, das ist Kacke. Und dann buche ich immer für 10 Euro noch 1 GB dazu. Ja, krass, ne? 10 Euro. 10 Euro, dann muss ich mal reinziehen. Und dann wird das auch schon knapp. So. Ja. Wie kann ich denn da auch mal so rauskommen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ich informiere mich ja nicht. Kannst sterben, sozusagen, dann wird es aufgehoben. Ja, und dann vererbe ich meinen... Nee, das wird nicht vererbt. Der fällt dann aus. Also der wird dann gekündigt einfach. Außerordentlich. Ja, aber gibt es nicht sterben wäre eine Möglichkeit. Wie willst du da rauskommen? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Das ist halt ein Vertrag, du hast ja unterschrieben. Ja, ist doch gut. Wie wirst du da rauskommen? Ja, weiß ich doch nicht, ob es da was gibt hier. Ob es coole Anbieter gibt, die sagen, hey, wir übernehmen ihre Kosten. Ja, genau. Das werden die müssen machen. Wenn sie bei uns und einsteigen. Und dann kriegen sie trotzdem noch hier ein Tablet dazu. Wenn es so ein Anbieter und jemals gegeben hätte, ist es, glaube ich, nicht überraschend, dass es den nicht mehr gibt. Und unsere neue Wireless-Travel-Pussy kriegen sie auch noch zugeliefert. Ja. So. So stelle ich mir das vor, Hannes. Die können Sie jetzt gleich hier vor Ort in der Umkleidekabine... Gibt es da nicht was von Ratiofarm oder so? Gibt es da nicht was auch Bio? Ja. Nee, gibt's nicht. Da bist du... Weißt du dann wenigstens, wann der ausläuft? Ja. Jetzt demnächst, oder? Ich weiß gar nicht mal, ob ich... Nee, ich glaube, letztes Jahr hatte ich mir das Ding geholt. Ach so, dann hast du ja noch ein Jahr. Da habe ich ja noch ein Jahr. Scheiße, ey. Ja. Ich glaube, ich erschieße mich doch. Macht da alles keinen Sinn mehr, ey. Mein Datenvolumen ist ständig aufgebraucht. Dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dass hier irgendwann mal das Haus abbrennt. Ist auch egal dann. Ja. Ach nee, jetzt gerade komme ich drauf, machen das jetzt ja schon eine ganze Weile, aber dieses Flüstern, was danach kam, schiebe ich jetzt einfach mal so rein. Kurz vorgestellt tatsächlich, vielleicht ist das für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin nochmal eine Möglichkeit oder eine gute Chance an so eine, wie ich finde, tatsächlich seit langem mal wieder komödiantische Serie zu gucken, wo die Folgen wirklich nur 20 Minuten gehen. Das heißt, die schaffst du mal irgendwie kurz, während sozusagen deine Kartoffeln kochen, kannst dir schnell eine Folge reinpfeifen. Oh ja. Und dann ist gut. Na, und? Ne? Jetzt willst du von mir wissen, wie es heißt. Ja.
Oder? Ja. Ja, muss ich nachgucken, habe ich vergessen. Oh. Auf jeden Fall tatsächlich, wie gesagt, so eine amerikanische Serie kommt auf Amazon Prime. Ja. Kann ich empfehlen. Ich bin mittlerweile schon durch. Das Problem ist, wenn man da, so wie ich da, eher in dieses, ich habe ein neues Wort gelernt, Binge-Watching. Kennst du das? Wie nee. Also, hatte ich schon mal gehört, ja. Was ist das? Erklär doch mal für den... Binge-Watching ist tatsächlich so... ach ja, da ist es. Binge-Watching ist der Begriff dafür, dass du halt nicht dich irgendwie hinsetzt und einen Film guckst oder mal eine Serie, also mal eine Folge, sondern Binge-Watching tatsächlich zieht sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum, manchmal den Sonntag, wenn du sagst, krass, ich feuer einfach eine Folge nach der anderen voll feuer ich hier ab, ist mir scheißegal, den ganzen Tag so 7 bis 12 Stunden gucke ich jetzt einfach diese Serie. Ist mir scheißegal. Mach zwischendurch Essen, gehe auf Toilette, lege mich vielleicht nochmal eine Runde hin. Und in jedem Zimmer läuft die Serie, ne? Ja, das reicht in einem Film, in einem, wie heißt das hier? Raum. In einem Zimmer reicht das. Ach so. Das ist Binge-Watching, also richtig krass, hart am Stück, eine Folge nach der anderen abreißen. Hm. Und dafür bietet sich an The Middle. The Middle, habe ich... The Middle kann ich empfehlen. Schon. Tatsächlich ist es so eine Familiensende, wie gesagt, so eine Comedy-Geschichte. Und da spielt der Hausmeister von Scrubs. Ah ja. Spielt dort den Vater. Ah ja. Ja, und die haben drei sehr witzige Kinder, die drei sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Und der kleinste von denen, der irgendwie, also die haben alle irgendwie einen Schaden, aber der besonders. Und der hat auch diesen Tick, dann diese Sachen sozusagen nachzusprechen am Ende vom Satz. Deswegen musste ich gerade daran denken. Ach, das ist ziemlich witzig. The Middle kann ich empfehlen, ey. Coole Sache. Und wie gesagt, gerade finde ich tatsächlich so eine Serie innerhalb von, also mit einer Spanne von 20 Minuten ist eine geile Sache. Ja. Kannst du halt irgendwie mal zwischendurch so reinkloppen. Ja, ja, geil. Und alles, was so eine Dreiviertelstunde ist, da muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Da will man nicht aufstehen, da muss das Bier dastehen und irgendwie Knabberzeug und so. Hm. Oder? Ja. The Middle. Ja. Das war kurz eingeschoben. Kurz eingeschoben. Wo wir wieder bei der Reisepussy wären. Nee, das gehört hier nicht hin. Der Reisepussy? Ja. Heißt das nicht so? Travel Pussy. Mhm. Travel Pursuit. Ja, habe ich letztens gespielt. Hast du gewonnen? Nee. Hätte mir auch gewonnen. Es gibt doch echt so Leute, mit denen will man sowas nicht spielen, ne? Ja. Die wissen das einfach. Und die wissen auch so, also so Sachen, wo du denkst, Alter, das interessiert mich einen Scheiß. So. Ja. Nee, einmal habe ich mich halt geärgert. Da habe ich mich vertippt. Da war einfach was, da war ganz klar und ich dachte, das ist es und das meine ich auch. Ja. Und aufs Falsche getippt, so. Und, ne, also ganz dämlich, du hast vier Felder gehabt, wo so Städte abgebildet waren und dann hast du die Brücke von San Francisco gesehen, Frage war, zu welcher Stadt gehört die? Ja. Ganz klar San Francisco. Safe. Worauf klicke ich? Los Angeles. Ganz sicher Los Angeles, obwohl ich es dann... Ganz sicher. Ich sagte, ich weiß doch, was ich meine. So. Ganz sicher Los Angeles. Ich weiß doch, was ich meine. Bei mir. Oh, so ein typischer Basti. Naja, gut. Ach, geil. Okay, dann bin ich wohl dran. Kurz aufgeregt. Ja. Und zwar kurz aufgeregt kann man, also, ich muss das ein bisschen komödiantisch rüberbringen, weil es hängt auch so ein bisschen, ich komme nochmal zurück zu meinem Wohnort, also zu diesem dörflichen, zu diesem Leben im Dorf. Ja. Und da passieren die Sachen, die kriegst du halt, die kennt man halt aus der Stadt nicht. Ja, glaube ich. Da passieren so krasse Sachen. Letztens war bei uns Stromausfall. Und dann, ah, was? Das ist schon lustig, oder? Nee, das war's gar nicht. Ja, das ist Standard bei euch, oder was? Nee, tatsächlich nicht. Da war Stromausfall. Und dann war meine Frau allein zu Hause und hat dann irgendwie dann da die Stadtwerke angerufen und gefragt, Mensch, wisst ihr, was los ist? Ich muss hier irgendwie, ist ja auch blöd bei uns, wenn der Strom ausfällt, ist bei uns auch gleich die Ölheizung aus und wir können nicht kochen und so. Also dann müsst ihr wirklich komplett den Arsch erkniffen. Ja. Und es war irgendwie 2-3 Stunden aus. Und das Geile war, dann kam raus, dass irgendwie nicht der direkte Nachbar, aber quasi auf der gleichen Straßenseite, die haben sich jetzt eine neue Terrasse betoniert. Ja. Und dafür ist er in den Baumarkt gegangen und hat sich einen Bagger ausgeliehen. Das Geile ist, ich wusste es vorher nicht, aber jeder Dussel kann sich anscheinend einen Bagger ausleihen. Oh, okay. Und er hat einfach angefangen bei sich im Garten wie so ein Wilder zu baggern, ohne Sinn und Verstand, einfach alles aufzureißen. Und hat natürlich dieses Stromkabel getroffen. Und alles, was dann nach ihm kommt, hatte keinen Strom mehr. Okay. Das waren irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Häuser müsste das gewesen sein. Die standen komplett im Dunkeln. So. Das sind so Sachen, die hast du halt nur im Dorf. Oder letztens am Sonntag ist halt von unserem anderen Nachbar, der hat halt Tiere, der hat irgendwie über 20 Schafe.
Und dann stehst du halt morgens auf und wirst so draußen, wie man das so kennt, noch im Morgentau, stehst du da mit deinen Schlappen, mit deinem Bademantel und deinem ersten Kaffee, gehst so raus, gucken einfach, was so passiert ist über Nacht auf der Terrasse. Was soll da groß passieren, aber macht man halt so. Einfach mal sich so ein bisschen zeigen auch. Und dann steht halt so ein graskauendes Schaf mitten bei dir auf der Terrasse, guckt dich an und denkt so, Alter, was bist du denn hier von mir? Und dann sind die halt durch den Zaun oder haben den runtergetrampelt und sind dann bei uns aufs Grundstück. So. Ah, die Drecksviecher. Und dann hast du halt morgens so, und die sind ja auch, also sind ja jetzt keine kleinen Lämmer mehr, das sind ja richtige Schafe so. Ja. Und dann stehst du halt da morgens auf der Terrasse und dann guckt dich dieses Schaf an und kaut irgendwie so... total selbstverliebt an deinen Tulpen rum. An deinen Tulpen. So, geile Sache. Kannst du nicht da hinten mal die Brennnessel fressen, scheiß Vieh? Nee. Und hat man, Tulpen. Darfst du die denn auch jagen? Also wenn die auf deinem Grundstück sind? Ich soll die jagen, ich habe viel zu viel Schiss. Na, dann darf man jetzt das Spuckrohr rausziehen, Herr Lehrer. Ich kann mich vielleicht oben raufschmeißen und mich dann so um den Hals klammern. Du musst erstmal finden bei der Und dann reite ich durchs Dorf, vielleicht bin ich dann der Sheriff. Ja. Allein wegen der Aktion. Ja. Der Dorfscheriff. Der Dorfscheriff. Aber ich fange die nicht. Wir kennen uns, also wir können ja mit unserem Nachbarn ganz gut. Dann gehen wir halt rüber und sagen, hier, da. Drecksviecher weg. Na genau. Kannst du nicht an die Leine legen? Jimbo und Roy Roger sind schon wieder hier. sind schon wieder geflüchtet. Roy Roger. Ne? Die sind schon wieder bei uns. Ja. Das sind halt so kleine Geschichten, die das Dorfleben schreibt. Das ist ziemlich, ziemlich witzig irgendwie, tatsächlich. Aber es hat auch viele positive Seiten. Oh, ich will das jetzt nicht mehr schlecht reden. Ja. Na, er hat dir denn wahrscheinlich die beiden als nächsten Festtagsbraten versprochen, ne? So ein Lamm? Ja, so ein Lamm? So ein lecker Lammkarree? Oh, kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, aus denen willst du auch keinen Karree mehr essen. Nee. Ich glaube, die sind. Na, wenn die deine Tulpen fressen, weiß ja nicht, was du da drin hast in deinen Tulpen. Ja. Oh, gibt auch Blumen, die man essen kann. Wow, keine Tulpen, oder? Einmal kannst du alles essen. Ja, so ein Schaf probiert sich auch mal durch. Ja, genau. Oder tatsächlich auch, wie man das kennt, dass wenn man Besuch bekommt, gucken alle Nachbarn und sofort siehst du die, wie sie tatsächlich aus dem Fenster luschen und gucken, wer da kommt. Ne? Hm. Beim nächsten Spaziergang heißt es dann, also auch, aber ja. Hauptsächlich, Mensch, ihr hattet ja letztens Besuch und Mensch aus Wismar, das ist ja spannend, wo kommt ihr denn her und so, ne? Aber kannst du irgendwie, das ganze Dorf weiß Bescheid, wer denn da bei dir zu Besuch kommt. Ah, das ist ja... Ach ja, ist schon spannend auf dem Dorf. Ja. Aber das mit dem Bagger fand ich krass. Du kannst einfach so losgehen und holst den Bagger. Ja, und jetzt muss ja das alles... Die fragen ja wahrscheinlich auch nicht, was wollen sie damit? Oder nicht, dass du jetzt damit durch die Fußgängerzone rast. Das fragt keiner. Ja. Kannst du einfach so los und holst den Bagger. Ein paar Fußgänger umjacken. Ein Bagger. Genau. So ein paar Jogger. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Du stellst einen Bagger irgendwo neben eine Baustelle und duckst dich so runter und tust so, als ob der nicht belegt ist. Und immer wenn ein Jogger vorbeikommt, drehst du den Arm irgendwie nach links oder rechts. Und dann machst du aber so nach außen. So. Ja. Und dann kriegt er einen mit. Ja, cool. Genau. Das klingt nach einem Zeitvertreib. Ich würde es machen. Ja. Daher wäre doch der Name Baggersee. Ja. Wenn du dich dann ins Wasser schubst. Ja. Mit dem Bagger. Und jetzt muss der Typ jetzt, weil er den Strom da... Ja, so gut kennen wir die tatsächlich nicht. Mich würde das mal interessieren, aber... Da musst du bestimmt dafür aufkommen. Im Sinne der Gerechtigkeit gehe ich davon aus eigentlich. Würde ich mir wünschen, dass er das bezahlen musste. Ja. Die haben das tatsächlich sehr, sehr... Also auch in dieser dörflichen Region haben die das ruckizucki auch geklärt. Wie gesagt, da kam halt schnell einer von dem Anbieter. Die hatten irgendwie gleich Kabel hinten im Transporter. Dann haben die das, wie gesagt, innerhalb von zwei Stunden haben die das ja wieder geflickt. Dann war das fertig, ne? Ein Kupferdrahtkabel ran und dann geht das wieder. Ja, oder steht einer und hält fest beide Seiten. Ja. Und dient jetzt als Leiter oder so, ich weiß es nicht. Ja, klemme einfach mal so ein Schaf dazwischen und dann geht er wieder. Ja, kannst du Roy Roger gleich nehmen, damit er nicht bei mir hier mir meinen Kaffee rübst. Roy Roger ist es wieder richtig geladen heute. Ah, nee, geile Sache. Kurz aufgeregt. Ja, schön. So. That was that from me. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Kurz gespielt kommt jetzt. Kurz gespielt. Ich mache jetzt ein Echo nicht. Das, nee. Kurz gespielt. Ja, danke. Ja, gucken wir mal, was ich hier das heute... Das wollte ich dir jetzt nicht geben. Was ich hier kurz spiele. Ich wär gern bereit
für richtig viel Streit. Mit so ein bisschen Rumgeeiter, ich wär gern Bürgermeister. Ja, cool. Das war's. Heute mal wirklich kurz gehalten. Ja. Bürgermeister. So im aktuellen Sinne, weißt du ja, in Rostock sind Ende des Monats, sind ja Bürgermeisterwahlen. Ich werde ja nicht mehr gefragt, ich darf ja nicht. Ja. Als Auslässiger. 9 Kandidaten haben wir. Ich finde das immer so, das ist realitätsfremd, das ist das falsche Wort, aber das ist immer so, du siehst jetzt überall diese Fratzen da. Mhm. Bei manchen denkt man, Alter, die habe ich doch vor 12 Jahren schon auf irgendwelchen Plakaten gesehen. Ja, oder halt nicht. Ja, auf einmal ploppen die alle auf und auf einmal sind sie überall aktiv. Ja, oder so. Also entweder man kennt die halt irgendwie oder halt nicht. Also halt überhaupt nicht. Ja. Dass du erstmal gucken musst, was ist das überhaupt für eine oder einer. Ja. Das ist schon spannend. Aber das ist so ein bisschen immer bei der Wahl, egal ob das jetzt hier Bürgermeisterwahl ist oder ob das jetzt deutschlandweite Wahlen sind oder so. Ja. Ich finde immer, das ist dann so, vielleicht bin ich da auch schon, weiß ich nicht, gebranntes Kind, keine Ahnung, aber sozusagen, die geben sich dann irgendwie jetzt diese 1-2 Monate krass Mühe und überall sieht man die. Ja. Wobei ich eine geile Aktion finde, dass die jetzt bei uns, ich glaube jetzt kommenden Freitag tatsächlich, bei uns in der Straßenbahn rumfahren. Ja. Also alle Bürgermeister, potenziellen Bürgermeister, Bürgermeisterkandidaten, Kandidaten, sitzen dort in der Straßenbahn. Du kannst einfach so ein- und aussteigen, wie du lustig bist und unterhältst dich dann halt irgendwie so mit denen. Das finde ich eine coole Idee. Ja. Aber du kannst ja genau sicher sein, sozusagen, wenn das dann Ende des Monats passiert ist, dann siehst du die wieder nicht. Egal, wer da gewonnen hat, dann hörst du wieder nichts und dann ist da wieder Ruhe. Also ich weiß nicht, irgendwie sind mir die Politiker, die sind mir zu fern, die sind zu fremd. Ich bin ja auch eingespannt in so eine Aktion, das kann ich ja sagen, kann ich ein bisschen Werbung machen. Nächste Woche Freitag ist nämlich ein Tag, Reclaim Your Streets nennt sich das, so ein Aktionstag für Jugendliche in der Stadt in Rostock auf so einem Platz, wo ein paar soziale Vereine auf jeden Fall tätig sind, wo viel für Jugendliche angeboten wird, so Graffiti, Parkour, gibt es so ein paar Cocktails, Musik gibt es da und dann gibt es halt auch so ein Sofa, wo man diese Kandidaten befragen kann. Sind auch alle 9 haben sich angemeldet. Ein bisschen spannend wird sein, wie sie das mit der Zeit machen. Am Anfang hatten sie eine Stunde eingeplant. Bei 9 Kandidaten. Bei 9 Kandidaten wollen sie 2 Runden machen, 2 Talkrunden, so mit einmal 5 und dann irgendwie 2 Jugendliche daneben und 2 Moderatoren und dann nochmal 4. Mhm. Ja, aber es wird halt schon knapp. Ne? Ja, also ich bin gespannt, wie sie es jetzt noch gelöst haben, ob jeder dann einfach nur 10 Minuten zum Reden einzeln kriegt oder ob sie alle zusammen dann davor kommen. Ne? Gerade bei so Rederunden finde ich, dass du ja vielleicht jemanden, der dann besonders da viel Zeit in Anspruch nimmt und manche kommen gar nicht zu Wort oder so, ist ja, auch das muss, blöd. Dann muss gut moderiert werden. Muss gut moderiert werden, auf jeden Fall. Stimmt, hast du recht. Da bin ich gespannt drauf, auf jeden Fall. Cool. Deswegen kurz gespielt. Ich finde, das Verrückte ist ja, ich habe mir dich gerade als Bürgermeister vorgestellt. Ja, mach's nicht. Bürgermeister von, hier dieser, ich musste sofort an den denken, von Benjamin Blümchen. Oh, dunkel dimmert da gerade was. Dieser Dicke. Ja, dieser Dicke. Es gab einmal den Zoodirektor, die sahen sich beide ähnlich, aber es gab auch den Bürgermeister. Der war auch dick. Vielleicht gehört das so zum, Bürgermeister-Dasein. Ja. Aber ich würde mal gerne interessieren, was machen die ganze Sache? Was macht so ein Bürgermeister? Oh, die sind schon gut beschäftigt. Also ja, das glaube ich. Aber die unterschreiben wahrscheinlich viel, gehen wahrscheinlich auch irgendwie hier und da mal ein Interview und haben da mal so öffentlichkeitswirksame Termine, sind bei irgendwelcher Eröffnung dabei. Werden sich mit Ämtern auseinandersetzen, mit Anfragen, mit natürlich auch mit den Anliegen ihrer Partei, wenn sie denn eine Partei haben. Ja. Also wir haben zum Beispiel in Rostock auch einen Kandidaten, parteilos. Ja, ich glaube mehrere sogar, oder? Kann auch sein, aber ich weiß, einer ist auch von denen, glaube ich, auch ganz gut im Rennen. Der hat, glaube ich, gute Karten, Bürgermeister zu werden. Ich kenne noch eine andere, die auf jeden Fall ohne Partei ist. Der jetzige ist ja, glaube ich, auch immer parteilos gewesen. Ja. Ja? Der macht es ja schon ein paar Jahre hier. Macht das schon ein paar Jährchen. Ich glaube, 10-12 Jahre oder so. Oh, ich glaube, jetzt auch wieder gut, ne? Oh. Oh, jetzt hat er, glaube ich, auch genug. Ja. Die haben schon einen vollen Terminplan. So. Das ist, glaube ich, nichts für mich. Nee. Bürgermeister. Stehst auch immer so in der Öffentlichkeit. Ist halt so als Politiker, ne? Ja. Stehst halt da. So wie Minister, Bundeskanzler willst du doch auch nicht sein, oder? Willst du doch nicht sein. Minister? Bundeskanzler nicht.
Ja, Minister. Aber Minister? Ich bilde mir ein, denen geht's nicht so schlecht. Nee, schlecht sind die auch mal. Und die sind ja auch nicht jetzt so krass irgendwie, nicht jetzt in einer Talkshow nach anderen, oder? Vielleicht mal gerade, wenn was irgendwie akut gerade Thema ist, das kann ich mir vorstellen. Aber ich bin der Meinung, die sind jetzt nicht so... Vielleicht kriegt ihr es auch einfach nur nicht mit, das kann auch sein. Ministerpräsidenten? Ministerpräsidenten? Ja, Politik, ich weiß nicht. Nee. Ach, ist auch egal, das ist auch gar nicht unser Thema. Mir wurde auch schon mal gesagt, dass mich jemand in der Politik sieht, aber ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ja. Ich weiß es nicht. Bildungspolitik wäre ja dann so unser Feld vielleicht. Na, weiß ich nicht. Ja, das Ding ist halt, wie machst du es denn gut? Schließt du dich denn doch irgendwie einer Partei an? Versuchst es mit einer eigenen Sache, parteilos? Und das ist schon nicht so ein leichtes Feld. Nicht so ein leichtes Thema. Nicht so ein leichtes Thema. Viel leichter dagegen fallen uns drei Fragen. Kurz nachgefragt. Jetzt fange ich an. Ja, mach doch. Ohne Schnickschnack, Schnuck. Erste Frage. Basti, dir muss ein Körperteil abgetrennt werden. Welches? Ein Körperteil. Zählt ein Finger auch dazu? Ein Körperteil. Dann würde ich, glaube ich, ich glaube... Aber das müsste ich nochmal austesten. Vielleicht würde ich auch ein Zeh nehmen. Aber. Mhm. Aber? Ich kann dir zwei Empfehlungen geben. Aber nicht die beiden äußeren. Ja, genau. Nicht die beiden äußeren? Ja, das ist clever. Ich weiß nicht, irgendwo kommt mir das bekannt vor. Das ist clever, dass du. Ich glaube, gemischtes Hack, die hatten letztens auch sowas Ähnliches. Mit dem Kleinen haben sie es erzählt, ja. Ja, mit dem Kleinen. Also der Kleine ist wichtiger, als man denkt. Fürs Gleichgewicht auf jeden Fall. Ja. Und den Großen natürlich nicht. Und dann würde ich entweder den, ich glaube, neben dem Kleinen. Den Ring C. Den Ring, ja. Oder im Mittel. Ja, aber der ist so ein lang dann auch. So. Nee, ich will so ein kurzes Stück. Und das, wenn der Kleine schon wichtig ist und das noch kleinere Übel ist, ja dann der daneben. Der daneben. Ja. Okay. Bitte, wenn das deine Antwort ist, also... Wieso, was willst du dir denn abschneiden lassen? Darum geht es doch jetzt gar nicht. Ah, hast du gar nicht drüber nachgedacht, ne? Das soll jetzt überhaupt hier nicht Thema sein. Ja. Kann dir auch egal sein. Ja, so eine Frage zurückwerfen. Wo ist ein C? Nee, Finger würde ich auch nicht nehmen. Nee. Ich glaube, ist blöd. Ich glaube, C ist eine gute Wahl. Ja. Ich glaube auch. Das geringste Übel. Ja. Zweite Frage. Ja. Welche Jugendsünde hast du deiner Mutter bisher verschwiegen? Oha. Wenn ich das jetzt erzähle, ne? Die hört doch nicht zu, oder doch? Nö, weiß ich nicht. Vielleicht macht es heimlich. Welche Jugendsünde? Ich war ja immer recht ehrlich eigentlich. Ich glaube, letztendlich ist immer alles rausgekommen. Mhm. Welche Jugendsünde? Also rausgekommen heißt, dass du es nicht immer erzählt hast, sondern es kam halt irgendwie... Na gut, ich meine, wenn jetzt irgendwie so ein Sixer-Polizisten vor der Tür steht, dann kriegt man das schon raus, ne? Ja, so schlimmer war ich ja nicht. Und es... Wenn ich mich daran erinnere, als ich mich das erste Mal abgeschossen hat, hat mich auch Mutti abgeholt. Sehr gut. Was habe ich denn? Oh, das ist schwer. Da fällt mir jetzt, das ist schwer, oder? Das ist. Ich wünsche mir, wird jetzt was Geiles einfallen auf die Schnelle. Ja. Aber so was richtig Geiles habe ich gerade nicht. Aber was haben wir? Haben wir früher gemacht? Einmal sind wir, ja, da waren wir beim Kumpel, ich glaube, seine Eltern wussten das auch nicht, und wir waren so 16 Jahre alt, bei dem gepennt, oder vielleicht waren wir 15, und der hatte so eine Feuerleiter bei sich im Zimmer. Außen? Außen. Krass.
kennt man nur aus dem Fernsehen. Ja, und hatten halt ein Haus, ein Grundstück und dann sind wir da rausgeklettert und haben eine schöne Nachtwanderung gemacht. Durch die ganze Stadt. Schöne. Ich meine, heute ist das normal. Heute brauchst, schöne Nachtwanderung. Wenn du es heute einen 15-Jährigen erzählst, zeigt dir ein Vogel, sagt ich, ist mir scheißegal, was meine Mutter darüber denkt, wenn ich nach Hause komme. Schlappschwanz. So. Richtiges Weichei. Aber damals war das halt noch so ein bisschen, ne? Ja. Und dann sind wir halt rausgegangen, sind wir bis zur Tankstelle gegangen. Und einer von uns hat sogar, glaube ich, auch Bier gekriegt, irgendwie, durch Zufall. Ja, durch Zufall. Huch, hoppla. Ich weiß nicht, ob die haben, eigentlich glaube ich... Eigentlich wollte ich Punika greifen. Die haben den, glaube ich, schon irgendwie... Nee, bei uns durfte man ja damals... Gut, darfst du jetzt auch mit 16 Bier holen, ne? Ja. Aber ne, waren wir denn schon... Oh, wir waren noch nicht ganz 16, aber der eine hat es irgendwie hingekriegt. Ja, ist okay. Und es war auch ein ganz schön langer Marsch. Also da bist du bestimmt von dem Haus bis zu dreiviertel Stunde bist du zur Tankstelle gelaufen. Und auf dem Rückweg haben wir dann Zeitungen eingesammelt, die da schon bereit lagen für morgens. So, für die Post. Ja. Okay. Und dann haben wir genommen und haben eine ganze Reihe Autos haben wir hinten in den Auspuff reingesteckt. Die Zeitung. Ach, geil. Das fällt mir jetzt so auf. Ich hab dir mal richtig einen drauf gemacht. Ja, richtig einen drauf gemacht, ja. Krass. Ja, das fällt mir jetzt so auf die Schnelle ein. Ich weiß damals, meine Eltern waren auch irgendwie nicht da und wir haben auch wieder eine Party bei uns zu Hause gemacht. Das muss auch so mit 16, 17 gewesen sein. Und wir hatten oder haben immer noch meine Eltern so einen großen Kronleuchter sozusagen in der Stube oben hängen. Und mein Kumpel war so besoffen, dass er sich da rangehängt hat. Und der ist wirklich nicht leicht. Und tatsächlich ist aber zum Glück dieser Kronleuchter nicht runtergekommen, sondern er kam halt sozusagen nur ein Stück von oben aus der Decke. Also sozusagen diese Halterung ist einfach nur irgendwie, ich weiß nicht, ein Zentimeter, zwei Zentimeter vielleicht, einfach nur runtergekommen. Ja. Und ich bin der Meinung, meine Eltern haben mich nie drauf angesprochen. Ich glaube tatsächlich, also entweder sie wissen es und sprechen es einfach nicht an, oder so wie ich es wahrnehme, haben sie es einfach nicht mitbekommen. Weil man achtet ja nicht auf diese Halterung von dem, also oben von dieser, wie heißt denn das? Es gibt ja so eine Abdeckung. Ja, ich weiß, was und die kam einfach ein Stück runter. Ja, Ich glaube, da achtet man nicht drauf. Aber tatsächlich, also wir haben richtig, also ich, die anderen, war es ja scheißegal, war ja nicht deren Wohnung. Mhm. Aber ich habe echt Panik geschoben und gedacht, scheiße, wenn jetzt dieser Kronleuchter hier runterkommt, ich kriege so einen Einlauf. Aber es kam halt, wie gesagt, irgendwie 2 Zentimeter runter und dann war cool. Gleich danach ist er auch irgendwie eingeschlafen, da war die Party auch vorbei. Aber das war so eine Sache, die erinnere ich noch. Ich glaube auch, der andere Blödsinn ist immer irgendwie aufgeflogen. Wir waren zum Beispiel so blöd und haben bei uns im Innenhof, also sozusagen vor meinem Aufgang, wo ich gewohnt habe als Kind, davor haben wir irgendwie so Sachen in Brand gesteckt. Und es war total klar, dass meine Mutti, wenn sie nach Hause kommt von der Arbeit, immer diesen Weg geht und auch immer hinten reingeht. Also sozusagen überhaupt nicht nachgedacht im Nachhinein irgendwie, weiß ich nicht. ziemlich blöd. Ja. Und so Sachen, tatsächlich, die meiste kamen immer irgendwie raus. Ja. Ja, oder mal so die erste heimliche Zigarette rauchen. Ja. Haben wir von, ich weiß nicht, mit 12, glaube ich, mal die erste probiert oder so. Obwohl, ich glaube, das habe ich ja auch, das war damals auch am Fußballplatz. Ah, ich bin der Meinung, es blieb auch tatsächlich sehr, sehr lange geheim. Es muss auch irgendwie 12, 13 gewesen sein. Ja. Aber dann war ich ja schon Schlüsselkind und habe sozusagen immer, wusste, wann meine Eltern nach Hause kamen, war immer eine halbe Stunde vorher, habe dann gleich irgendwie geduscht und mich überall abgespült und so, weil ich wusste, oder weil ich davon ausgegangen bin, dass meine Eltern das riechen irgendwie. Aber da weiß man auch nicht. Also sozusagen, meine Eltern sind auch fies, weil die das nicht immer alles sofort ansprechen. Also so, weißt du kannst auch mal, es kann auch mal irgendwie sein, dass sie wissen, haben wir vor irgendwie 2, 3 Wochen schon bemerkt oder so. Jetzt natürlich nicht mehr, aber so als Jugendlicher war das immer kacke, weil du nicht wusstest, ich finde das ziemlich fies, weil du nicht wusstest, ob sie es rausgefunden haben oder nicht. Und jede kleine Anspielung hätte es halt irgendwie sein können oder nicht. Es war richtig Psychoterror. So, irgendwie so. Innerlich lachen sie sich ein. Ja, wahrscheinlich. Und dann gesagt, er macht sich richtig den Kopf. So. Aber dann haben sie auch irgendwann, wenn ich von alleine darauf komme, haben sie auch irgendwas richtig gemacht. So. Ja, genau. Irgendwann verzweifelst du dann so nach 2 Wochen absolutes Nerven, wenn du sagst, ich hab vor 2 Wochen geraucht. Na und, jetzt ist es raus. Und darauf wollten sie gar nicht hinaus, ne? Also, nee, wahrscheinlich. Ach so, du bist eigentlich nur dran mit Mülleimer rausbringen. Ja, dann hast du aber einen Salat, ey. Ja. Schöne Scheiße. Letzte Frage an dich. Na? Kannst du dich an deinen letzten Albtraum erinnern? Und wenn ja, was kam da drin vor? Also ich habe letzter, da muss ich nochmal kurz überlegen. Ich weiß, ich hatte...
Ich hatte damals als Kind zwei wiederkehrende Albträume. Mhm. Der eine war so, der ging eigentlich, war jetzt nicht so, der fing cool an, weil er mit Fliegen zu tun hatte. Ah, okay. Ich würde als Kind immer fliegen. Ja, ja. So, ne? So eine Superkraft haben. Und ich hatte öfters Träume, wo ich halt geflogen bin und irgendwann die Schwerkraft einsetzte und ich dermaßen nach unten gezogen wurde und dann aufgewacht bin. Ja. Aber was wahrscheinlich eher als Albtraum zählt, ich habe früher neben meinem Bett, und das habe ich 2, 3, 4 Mal geträumt, einen großen, echt mies, böse aussehenden Wolf gesehen. Ach, echt? Ja. Das ist ja krass. Ich finde das immer so übel, dass es dann, dass du tatsächlich, wenn du so wiederkehrende Träume hast, ja. Das finde ich halt irgendwie übel. Ja, also vielleicht ist es auch öfter, der ist halt so hängen geblieben. Vielleicht habe ich das auch nur 2 Mal geträumt. Ja, aber da ist es wirklich, weil ich damals so eine Urangst hatte und mich von sowas auch echt habe beeinflussen lassen mit solchen Sachen. So, ja. Das war schon... Ja, okay, das kann ich verstehen. Ich hatte damals auch, ich habe viel zu früh in meiner Biografie auf jeden Fall den Horrorfilm Halloween gesehen. Also ich war auf jeden Fall nicht sowas von nicht bereit für diesen Film. Mhm. Hatte danach ganz lange Albträume. Tatsächlich, glaube ich, insgesamt ein Jahr oder so. Es war richtig, war schon tatsächlich sehr doll. Ja. Aber, boah, und letztes Mal, ich bin der Meinung, das letzte Mal, also zumindest an den ich mich erinnern kann, ich glaube, es war letzte Woche oder so, hatte ich so einen krass realen Albtraum. Das war so übel. Ich glaube, das hatte ich lange nicht mehr, dass ich wirklich gedacht habe, scheiße, dass du im Traum denkst, es ist kein Traum mehr. Also, weißt du? Ah, Freddy Krüger-Effekt. Ja, echt, du kommst wirklich, gerätst komplett in Panik. Ja. Ja, eigentlich während des Schlafs, aber das weißt du ja dann nicht. Ja. Oh, das war so übel und ich habe tatsächlich geträumt, die brechen bei uns ein. Also irgendwie hat das auch, weiß ich nicht, wie ich darauf komme, weil eigentlich gehe ich dann immer auf die Suche, wo habe ich das letzte Mal Ähnliches gesehen, woher kann das kommen und so. Ja. Ich bin mir aber nicht bewusst, irgendwie über Einbrüche gehört oder gelesen oder gesehen zu haben. Ja. Und das war so real, dass ich gedacht habe, oh scheiße, und irgendwie jetzt gerade bei uns ja Situation, ich muss auf meine Frau und meinen Sohn aufpassen. Ja, und irgendwie genau. Oh, das war so real, ich kam irgendwie, war richtig fertig. Ja. Und bin aber, und das war das Krasse, während des Albtraums nicht aufgewacht. Also ich bin dann wieder weiter und habe dann wieder weiter geschlafen. Und erst morgens habe ich gedacht, krass, das, was du in der Mitte des Nachts geträumt hast, oder der Nacht geträumt hast, war überhaupt nicht real. Also das war irgendwie so Stunden später gefühlt. Ja. Vielleicht war so 120 Minuten oder so, das weiß man manchmal nicht. Ja. Boah, das war das erste Mal zumindest, an das ich mich erinnern kann, dass so ein Traum richtig krass real war. Und ich habe gedacht, scheiße, das ist jetzt hier kein Traum mehr. So. Ja. Oh, das war übel. Ja, da kriegt ihr Gänsehaut, ey. Ich kann mich gerade so an letzte Albträume gar nicht mehr so erinnern. Tatsächlich nicht. Also, wenn, haben sie bestimmt auch irgendwas mit Verfolgung zu tun oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, dieser eine aus meiner Kindheit, so, der ist noch so krass hängen geblieben. Ja. Das war immer auch, da war ich auch sehr anfällig so. Wenn du irgendwas gesehen hast, gerade auch Horrorfilm und so, und dann kam das auch... Ich hab den auf jeden Fall zu früh gesehen, ich weiß nicht. Bestimmt drin vor. Ja, ich habe auch zum Beispiel, was ich zu früh gesehen habe, obwohl im Nachhinein ist es ja ein witziger Film. 10, 11 oder so. American Werewolf. Naja, okay, ja. Mit. Stimmt, im Nachhinein erst. Da war ich 10 Jahre oder 11 Jahre. Ja. Und ich habe das bei meinem Opa geguckt, aber weil der eingepennt ist einfach auf der Couch. Und dieser Film lief... Ja. Und ich dachte, ja, und ich hatte so als, nee, Quatsch, ich war 8 oder 9 war ich. Ja, krass. Älter war ich noch nicht. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Anfangsszene erinnern kannst, wo diese zwei Typen übers Feld gehen, irgendwie einfach nur wandern, es ist dunkel und dann kommt von rechts und links kommt immer mal so ein Vieh und rotzt den einen halt weg. Ja, ich glaube, ich weiß. Diese Szene ist so krass in Erinnerung. Nachher läuft es ja eher so auf Komödie hinaus, ein bisschen. Ne? Ja, und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich hatte ein Zimmer für mich, es war mir auch zu dunkel und ich habe kein Auge zugemacht. Ja. Gedacht, krass gerade. Zu krass, ja. Ja, ja. Zu so. Krass, krass. So, jetzt haben wir aber düstere Stimmung mit reingebracht. Ja, nee, aber spannend. Ja, spannend. Cool. Ja. Albträume. Ihr könnt ja mal von euren Albträumen berichten, wenn ihr Bock habt. Auf jeden. Eure Albträume. Albträume. Ist das bescheuert? Oh, und vor allem, ich lache beim 12. immer noch. Egal. So, bitte.
Da bin ich aber sowas von bereit. Jetzt drei Fragen von Basti. Ja, sowas von bereit, gut. Pass auf, es sind, ja. Es sind drei Fragen, ne? Es sind drei Fragen. Schön, danke für die Einleitung. Erstens, es ist witzig, weil es ist fast so ähnlich wie deine erste Frage. Lieber Arm ab oder Arm dran? Ist das bescheuert? Ich wollte gerade sagen, es ist ziemlich einfach und während ich das aussprechen wollte, habe ich gedacht, nee, ist es glaube ich nicht. Ja. Ist es glaube ich nicht. Tja. Ich spiele gerade, also sozusagen gedanklich, deswegen kommt gerade nichts, spiele ich gerade alles durch. Ja. Wenn man arm dran ist, ist auch blöd sozusagen, dann bist du ja also sozusagen bewiesen auch, dass die, dass sozusagen Familien aus sozial schwächeren Bereichen irgendwie weniger an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen und weniger auch irgendwie so mit Freunden machen, beziehungsweise irgendwie mal rausgehen und Sachen erleben und so, ist ja dann doch tatsächlich die Auswahl ein bisschen eingeschränkt. Man halt nicht alles machen kann. Ja, oder richtig arm dran halt, vielleicht hast du nicht mal ein Zuhause, ne? Ja, also genau, ja, genau. Ja, siehst du, so weit ich mir gedacht. Irgendwie Eltern ja, oder so, ne? Das kann ja auch, also kannst ja, also wenn man so von richtig arm dran ausgehen. Ja, stimmt, du hast recht, so krass habe ich noch gar nicht gedacht. Dann denke ich tatsächlich doch eher an lieber arm ab. Ja. Was auch mega kacke ist. Ja. Aber dann lieber arm ab als arm dran. Ich glaube, ja. Dafür entscheide ich mich jetzt, ohne mir sicher zu sein. Dann haut er das Sprichwort auch wieder hin. Lieber Arm ab als Arm dran. Ja, stimmt. Vielleicht ist da was dran. Ah. Ja. Ja, es kommt, also ja. Wird, glaube ich, auch, also es kommt drauf an, ob man sich denn bei der Auswahl im Worst-Case-Szenario, ne, ob man dann wüsste, was in welche Dimension dieses Arm dran spielt. Ne? Ja. Wie arm dran bin ich denn wirklich? Tatsächlich ist es aber ja ziemlich traurig, weil wir, wenn wir darüber nachdenken, ja genau wissen, wie arme Menschen sozusagen, wie es denen geht in unserer Gesellschaft. Ja. Sozusagen, dass wir uns hier hinsetzen und sagen, okay, wir lassen uns lieber die Hand abhacken, als arm zu sein. Also sozusagen, uns ist schon sehr, sehr gut bewusst, wie es denen geht und an was für... Was für Sachen die so beschäftigt oder beschäftigen muss. So. Dass wir lieber sagen, wir lassen uns einen Körperteil abhacken, als irgendwie arm zu sein. Ist schon krass, finde ich. Ja. First World Problems, ey. Oder, ich meine, wenn du davon ausgehst, dass du, du hast ja nur die Entscheidungsmöglichkeit, aber du hast dein Bewusstsein von jetzt. Das heißt, also es soll jetzt keine Verallgemeinerung sein, aber sozial schwache Menschen haben vielleicht mit Motivation und ihrem Kenntnisstand über gewisse Sachen vielleicht auch nicht so die Möglichkeit, da rauszukommen. Ja. Vielleicht hätten wir, also jetzt richtig arm dran zu sein, zwar trotzdem die Möglichkeit und könnten uns motivieren, da rauszukommen. Ja. 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 Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, kann wo man sein, drüber ja, nachdenken stimmt. kann. Aber tja, ja. Ich würde auch, ja. Kommt ich glaube, wir bleiben lieber, in der höheren Mittelschicht mit Arm. Ja. Oder? Ja. Zweite Frage. DC Warte oder Marvel? Frage. Oh, da hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ich kann nicht tatsächlich, ich bin da nicht so. Wo gehört Batman hin? DC. DC dann. Mir fällt das wirklich schwer, die auseinanderzuhalten. Ich habe das nicht so verfolgt. Ich habe auch die Filme tatsächlich, die letzten, nicht so verfolgt. Ich bin da... Na, da kannst du fast von ausgehen, die letzten Filme, die alle massenhaft rausgekommen sind, alles Marvel-Filme. Okay. Ich wollte mich da tatsächlich... Also es gibt ja viele Fans davon, die sagen, es sind auch sehr, sehr gute Filme, auch wenn man da nicht so in diese Superhelden-Dings und so... Ich habe das versucht, aber ich bin irgendwie... Weiß ich nicht, finde da keinen Zugang. Ja. Nicht so richtig. Batman vs. Superman habe ich noch im Kino geguckt, da war ich mega enttäuscht. Ja. Fand ich richtig kacke. Ja. Wow, und dann war ich auch, ich habe mir diesen anderen auch angeguckt, Guardians of the Galaxy, da habe ich auch im Kino gesehen. Das ist Marvel, ja. Das ist Marvel, okay. Und ich wollte den gut finden, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber es war auch, also ich war mit Kumpels da, die fanden das alle geil und ich war der Einzige, der irgendwie gesagt hat, Leute, weiß ich nicht, ist mir alles irgendwie zu drüber ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde da leider keinen Zugang. Ja. Und Zugang habe ich, tatsächlich habe ich ja vorhin schon erzählt, immer zu Batman gehabt, weil das irgendwie so seit Kindheitstagen irgendwie meins ist. Hatte damals tatsächlich als Kind auch irgendwie so 4, 5 Comics, glaube ich, von dem. Und allein aus
der Rest ist reine Unwissenheit und deswegen nehme ich DC. Ja, ja, gute Antwort. Gerade auch, ja, es gab ja eine gute Trilogie, ne, von Nolan. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die ist ja super und ja, was ich gerade unsympathisch finde, bei Marvel gibt es auch ein paar gute Sachen. Die haben ja mehr rausgeschaut. Marvel wird jetzt halt, wenn ich richtig informiert bin, von Disney aufgekauft. Ja, ich habe es auch gehört. Oder ja, okay. Schon so, ich weiß es nicht. Und da weiß ich nicht. Ich meine, gut, Marvel hat es vielleicht noch klug gemacht, hat jetzt die Avenger-Geschichte ja, glaube ich, auch mit dem letzten Kinofilm beendet. Weiß ich nicht. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber Disney, ja, ich weiß nicht. Ja. Disney war mal so ein krass kleiner, niedlicher Verein in meinem Kopf. Thanos stirbt, habe ich mitbekommen. Auf jeden Fall. Ja, danke. Kein Problem. Und deswegen habe ich damit auch kein Problem. Interessiert mich echt null, ey. Ja. Keine Ahnung. Nee, habe ich, hab ich keinen Zugang zu. Aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr... Wir haben letztens nämlich auch überlegt, auch wenn wir wieder ins Kino gehen. Ich finde es gerade schwer, mich so in dieses... Eigentlich bin ich großer Kinofreund. Ja. Und gucke mir auch tatsächlich auch Filme im Kino an, wo ich so denke, boah, ist jetzt nicht der absolute Kracher. Ja. Aber im Kino kann man den mal gesehen haben. So. Ja. Ich kann auch Filme, glaube ich, gut mal danach einschätzen, dass ich sage, okay, ich weiß, die Story ist zum Beispiel scheiße, aber ich gucke mir den jetzt nur wegen Action an, beispielsweise. Wegen dem Ballern. Das kann ich, das kann oder ich wegen auch. Den Effekten oder so, weil das ich es einfach ich mal erleben will. Gut, ja. Also es muss nicht bei mir immer so eine komplett krasse Kinoerfahrung sein. Ja, das stimmt. Was hilft auf jeden Fall. Also es macht ganz, ganz viele Filme sehenswert. Ja. Aber ich glaube, ich hätte demnächst mal wieder Bock, irgendwie tatsächlich so einen richtigen Schocker mal wieder im Kino zu sehen. Da hätte ich Bock drauf. Ja, da könnte mal wieder nicht was kommen. Nicht so krass, also sozusagen, ich brauche keinen krass, keinen besonders gewalttätigen, ekligen Film. Ja, ja. Sondern so, ich will so mal wieder geschockt werden, weißt du? So ja, geschockt. Auf der so großen Leinwand, das glaube ich geil. Also, dass du so die Hälfte vom Popcorn so einfach so irgendwie deinem Vordermann irgendwie in den Nacken schüttest. Aber halt mit Momenten, wo du du noch nicht so gesehen hast. Und das ist schwierig, das ist die Schwierigkeit heute. Ja, ja, stimmt. Gerade diese typischen Schocker, so wie hast du gesehen, nachdem Paranormal Activity lief, lässt du dich jetzt auch nicht mehr durch irgendwelche Kameraperspektiven schocken, wo sich irgendwas bewegt und du siehst nicht, wer es bewegt. Ja, genau. Damals bei diesem Blair Witch Project war es noch geil und da war es auch irgendwie was richtig krasses, keiner hatte das hier gesehen und so. Ja. Paranormal Activity war auch nochmal geil, der erste, glaube ich, so als Erfahrung. Ja. Aber mittlerweile lockst du da keinen hinterm Ofen vor, nee. Ja. Das stimmt, da hast du recht. Also. Nee, ist einfach. Batman! 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 Na, 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 na. Nack, nack. Nack, nack. So, dritte und letzte Frage. Dritte und letzte Frage. Blauer oder roter Netto? Blau? Gelb meinst du? Hast du eine blaue Netto? War das eine Fangfrage oder? Gelb ist auch nicht schlecht, ja. Was ist denn blau? Ja. Was ist denn der blaue Netto? Der blaue Netto ist Aldi, oder was? Nee, das war die richtige Antwort. Das war, das muss ich reinlegen, oder? Nee, mir fällt eigentlich nur der Schwarze ein. Eigentlich sagen sie immer schwarz oder rot. Bei mir ist das der Gelbe. Der Gelbe, okay. Der mit dem Hund ist bei mir der Gelbe. Ich weiß nicht, warum. Ja, ist der Schwarze eigentlich. Aber gut. Und der andere ist bei mir der Rote. Ich weiß, so. Deswegen. Nee, du hast es richtig erkannt. Was? Deswegen könnten wir uns auch, glaube ich, wärst du einen gelben Netto und den schwarzen? Und ich so, schwarzer Netto? Ja. Ja, ja, krass. Nee, hallo? Dann bin ich ja wohl voll auf der Höhe. Blauer Netto. Sehr gut, Hannes. Supi. Das war's schon. Geile Sache. Jetzt mache ich hier noch die Abmod und dann haben wir jetzt einen Namen für diese... Haben wir die Sache für drin. Für die 12. Voll auf die 12, ist das schön. Voll auf die 12? Ich sag jetzt auch alles doppelt, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Ich weiß doch, was ich meine. Ah, den heben wir uns auf. Den bringen wir nochmal öfter. Ja. Voll auf die 12. 12. Das Geile ist auch tatsächlich, dass wir seit heute, genau seit heute, wir beide wissen, wie man Stories in Instagram erstellt. Das ist total peinlich. Irgendwie seit 3 Monaten sind wir dabei und irgendwie verlinken irgendwelche Leute und so. Und seit heute haben wir den Knopf gefunden, wo man eine Story erstellen kann. Und zwar ohne Mattes Hilfe. Ohne Mattes Hilfe, dann lass es auf jeden Fall. Was wollten wir mit reinnehmen? Wir wollten eine Umfrage reinnehmen, DC und Marvel. Beziehungsweise habe ich das jetzt einfach mal so beschlossen, dass wir das wollen. Ja. Was war das andere? Was war das letzte? Wir wollten irgendwas...
Wo wir gesagt haben, findet das mal raus oder so? Findet das. Ne, wir haben doch gesagt, erzählt mal von euren Albträumen. Ja. Was war euer letzter krasser Albtraum? Findet das mal raus, das war das mit Haselnusskaffee? Ne, das war die letzte Folge. Ne, das war die letzte Folge. Ja, dann machen wir jetzt nichts mehr. Findet mal raus. War das mit meinem Bettmobil? Nee, das sollte ich raussuchen, hast du gesagt, ne? Solltest du raussuchen? Was sollen sie denn rausfinden? Jetzt müssen wir ja nochmal durchgucken. Oh ja, mega gut vorbereitet für den Schluss. Findet doch mal raus. Das ist jetzt Epilog übrigens. Das ist jetzt hinten raus. Also das muss eins von deinen Themen gewesen sein. Ja, geil, das macht es überhaupt nicht besser. Ob man so ein Mathe-Abi auch leichter machen kann. Genau, kann ja wohl nicht so schwer sein. Ist egal, wir machen auf jeden Fall DC oder Marvel und Albtraumgeschichten. Wir können jetzt, wir können Insta-Story. Genau. Super. Im Anschluss aber tatsächlich an dein Fehlen vor 2 Wochen. Ich erinnere dich nochmal dran. Ja. Folgende Abmoderation. Habe ich schon vergessen. Wie ein Haufen Elend saß ich vor deiner Tür und fragte mich, was mache ich mit der Freizeit nur? Kurzsichtig alleine ist auch nicht wirklich toll, drum strecke ich die Arme und rufe laut, was soll's. Ich packe meinen Koffer und wen nehme ich mit? Den Jan, den Hein, den Klaas und Pitt. Doch Basti hier, du altes Pferd, ich glaub, bei dir läuft was verkehrt. Hobbys sind ab jetzt gestrichen. Und willst du dich nochmal verpissen, schiebe ich dir die Packung Wiener in die Fresse immer wieder. Immer wieder.